Gehen wir zur nächsten Partie über und das ist Navi gegen FaZe. Und da sind sich alle bei 99 Damage hier einig, das wird was für Navi. Warum? Also ich würde nicht sagen, dass das, was wir hier an Logos sehen, repräsentativ für die Chancen der beiden Teams sind. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass eher so ein 60-40 oder so für Navi ist. Allerdings gehen, denke ich, viele auf Navi wegen der schlechten Performance von FaZe in der ersten Runde. Und zweitens wahrscheinlich auch die jüngsten Aufeinandertreffen von Navi, wo das ein oder andere Mal, sag ich mal, das CIS-Bollwerk stärker war. Ja. Sollte jetzt Navi gewinnen, by the way, und nachher Mousebots gewinnen, hat Hatschinski alles richtig getippt heute. Ja, das ist auch sehr interessant. Das wäre schon ziemlich verrückt. Das wäre schon wirklich verrückt. Ja, man könnte denken, der würde sich tagtäglich damit auseinandersetzen. Ja. Das ist schon Marvin ja auch gleich auf mit mir in der ersten Stage die meisten Picks richtig gehabt und er macht hier weiter, ich bin dick am Verkacken, also wirklich gut ab. Was war denn da die Höchstpunktzahl? Was hattet ihr da? Ich glaube, 22 oder so hatten wir 22? Beide. 22? Okay, das toppe ich noch, das kriege ich noch hin. Ja. Wobei, wird schwierig, ne? Ich muss jetzt noch 2 Punkte holen, dann habe ich 14 und morgen sind auch nochmal 8 drin, ne? Oder? Ja. Morgen sind auch nochmal 8 drin. Ja, ja, das schaffen wir. Das ist ja easy. Ja, gucken wir nochmal in den Hashtag 99Major. Ein weiterer Tag im Hotel. Let's go. Ja, NLP hat es leider gerade nicht geschafft. Natürlich. Aber da kann man sich an der Minibar bedienen. Ne? Das ist ein Hotelaufenthalt halt auch ganz cool, wenn man so auf das Major gucken kann auf dem Fernseher. Ja. Hätte ich auch nichts gegen. Nö. Ja. Oder Pegasus meldet sich auch nochmal zu Wort. Grüße gehen raus. Der hat hier noch eine Kleinigkeit für uns. Hat schon mal direkt hochgeböllert, dass sie es alle angucken können. Ist ja doch zu einer relativ unchristlichen Zeit, sage ich mal, für Deutschland passiert das Match. Deswegen da nochmal die Wiederholung, könnt ihr euch direkt gönnen. Ja, war auch tatsächlich ein sehr, sehr starkes Match von den Jungs von Big. Ja. Gönnt euch, Leute, gönnt das euch. Ist das in einer Berliner? Das sieht tatsächlich wie U-Bahn-mäßig aus. Es sieht ein bisschen München aus. Ah, nee. Weil München hat auch mal so gelbes Gestänge. Ja. Gelbes Gestänge also in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Den Energiegetränk, den gibt es überall tatsächlich. Ja. Aber den habe ich auch schon in ein paar verschiedenen Ländern gesehen. Oh, aber guck mal hier, die Wand da hinten, das ist schön. Das ist schön. Wo ist das? In welcher Region? Wissen wir das? Nee, ne? Wissen wir nicht. Ist auf jeden Fall schön und aufgeräumt wieder. Fällt mir sofort auf. Ja. Oh, hier, schöne Menschen. Ja. Danke übrigens nochmal an AOC Gaming. Ein paar geile Typen, ja. Ja. Und für das Sponsoring und für das Raffle, was wir noch anbieten werden. Also da solltet ihr während des Majors auf jeden Fall nochmal ganz genau aufpassen. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit für euch. So, Pizza und CSGO zum Feierabend. Gibt's nichts Besseres. Ja, da würden wir mit einstimmen. Wobei der gute Jitko ja eben Nudeln für uns gemacht hat. Da werde ich mich auch noch bedienen. Wie war es so? So, mach mal eine Wertung. Eine 9? Ja. Okay. Ja, 8 von 10. Eine 8 von 10, ja. Okay, mal schauen. Ja, auf einer Skala von 0 bis Mayonnaise, mal sehen, was wird. Ich guck mir das auf jeden Fall gleich auch nochmal an. Wir wollen jetzt aber nochmal über die nächsten beiden Kontrahenten sprechen. Und zwar FaZe gegen Navi. Und wir, wie gesagt, haben jetzt alle schon mal abgestimmt. Zumindest im Vorfeld. Die Prediction geht für Navi aus. Trotzdem muss man mit FaZe natürlich rechnen. Was sind die Stärken dieses Teams? FaZe natürlich Nico allen voran. Also den muss man wieder hervorheben. Auch was er gegen Big gemacht hat mit der Deagle, war ein bisschen unchristlich. Also wirklich sieht sehr leicht aus bei ihm, was er mit der Waffe anrichten kann. Aber dann wurde es natürlich auch ein bisschen ruhiger bei ihm. Also eigentlich komplett FaZe war nicht wirklich oder ist mit dem falschen Fuß aufgestanden gegen Big. Also da ein bisschen enttäuschend. Für Big natürlich gut. Für Big natürlich gut, natürlich, klar. Aber da ist natürlich klar die Stärke. Die Starspieler sind einfach immer noch da. Also da muss man sich auch, wenn sie ein bisschen underperformen, muss man sich trotzdem immer noch in Acht nehmen. Ja, ich hoffe, dass sie nicht mehr das 2 spielen, denn das war sowohl individuell nichts, außer bei Nico, als auch der Gameplan war nicht zu erkennen. Also auch die Basics eigentlich der Map nicht wirklich richtig gespielt, keine Langkontrolle, nicht irgendwie mal kurz angespielt und dann B gesplittet oder so. Das, was man eigentlich immer mal spielen kann, hat dabei FaZe nicht funktioniert. Ich hoffe, dass sie andere Maps noch haben, die sie besser vorbereitet haben und dass sie nicht komplett auf ihre individuelle Stärke, die jetzt außer bei Nico nicht unbedingt da war, vertrauen, um Matches zu gewinnen. Ja. Was ja auch aufgefallen ist, und wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber sprechen können, dass bei FaZe natürlich viele Nationalitäten mit drin sind, dass man hier also nicht wie bei Fnatic nur Schweden hat oder bei Astralis nur Dänen, sondern dass man hier wirklich Leute aus verschiedensten Kulturen auch hat, die vielleicht auch eine neue Spielweise mit ins Team gebracht haben. Na, man weiß ja nie genau, wie die das Spielen gelernt haben. Bedeutet das vielleicht Probleme oder vielleicht auch Stärken, weil man jetzt hier fusionieren kann? Ich glaube, bei ihnen ist es mittlerweile zum Alltag geworden sozusagen. Also die haben sich
komplett, glaube ich, eingegroovt. So. Ja. Kerrigan auch als Ingame-Leader ist wirklich einer, der da perfekt reingepasst hat. Ja. So ein bisschen loose gespielt, wirklich nicht zu taktisch, nicht zu execute-heavy oder so. Und ja, das liegt dem Team natürlich auch. Also was die Spielstile angeht natürlich, aber gleichzeitig eben auch, dass es unterschiedliche Nationalitäten sind. Ja, es sind auch drei Spieler, sag ich mal, aus den nordischeren Ländern, also Schweden, Dänemark, Skandinavien, sagt man auch. Norwegen, genau. Ja. Weiter oben auf der Karte für die einfacheren Menschen. Für die Geografielehrer. Auf jeden Fall da eigentlich das Englisch-Level, sag ich mal, sehr, sehr hoch. Also für sie auch wirklich kein Nachteil in der Kommunikation. Ja. Nico hat eigentlich seine gesamte Profikarriere oder seine Karriere in den, sag ich mal, internationalen Top-Teams eigentlich immer auf Englisch gecallt und so, ist es gewohnt. Und auch Guardian hat in seinem letzten Team nicht in seiner Muttersprache gesprochen, sondern musste auf Russisch ansagen, praktisch bei Navi, wegen dem russischen Leader Zeus. Ja. Und von daher die Spieler auf jeden Fall dran gewöhnt. Ich denke, was bei FaZe wirklich die Einheit ausmacht, ist, dass du super gute Spieler hast, die in ihren Rollen sehr, sehr stark sind und Kerrigan so ein Leader ist, der das ein Stück weit unter einen losen Hut kriegt und denen praktisch eine Richtung gibt, und wenn sie individuell da sind und gut vorbereitet, gut eingespielt sind, dann sind sie ein sehr, sehr gefährliches Team. Ja. Man könnte sich jetzt natürlich denken, ja Mensch, im Fußball gibt es ja auch Dutzende Nationen im Team, aber das ist ja quasi auch immer die Sicht überall da. Das heißt, im Fußballfeld sieht man immer, was passiert. Richtig. Bei Counter-Strike ist es ein bisschen anders. Das ist also wichtig, wie muss man da quasi eine Ebene finden, gerade mit so vielen Nationalitäten? Also Kommunikation ist natürlich das A und O bei Counter-Strike. Also vor allem in diesen High-Pressure-Situationen kommt es ja wirklich auf die kleinsten Nuancen einfach an. Und da sind natürlich die Callouts das Wichtigste, mehr oder weniger. Also das sollte eigentlich bei jedem Spieler, vor allem ist es ja ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel als Englischsprachiger irgendwie nach Dänemark geht, angenommen das wäre jetzt der Fall, weil du dann wirklich eine komplett andere Sprache lernen musst und du ja nie wirklich auf Dänisch dann ansagst. Aber eigentlich alle spielen ja auch FPL oder so, wo man dann halt eben auch die englischen Callouts kennt, immer wieder hört. Man guckt den englischen Stream oder so, sieht da natürlich auch oder hört da die Callouts. Deswegen ist das eigentlich schon so eine Sache, die jeder Spieler mehr oder weniger drauf haben sollte. Und deswegen, glaube ich, ist das weniger ein Problem. Ja. Jetzt habe ich hier nochmal eine Gegenüberstellung, wobei sie eigentlich sehr einseitig ist. Man sieht nämlich nur die Stats von Simple. Nico noch ohne Wertung hier aktuell. Ja, verstehe ich nicht ganz, warum. Aber das ist auf jeden Fall ein Head-to-Head, das wirklich die Creme de la Creme ist. Also vielleicht wollen sie sagen, dass Nico eine Null ist. Also aber es ist jetzt eine Mutmaßung. Also das ist ein bisschen dreist. Aber das ist auf jeden Fall zwei Spieler, die eigentlich seit, ich würde sagen, zwei Jahre eigentlich in der Diskussion sind, der beste Spieler der Welt zu sein. Wobei man jetzt, vielleicht hat er einfach in den letzten 3 Monaten keinen LAN gespielt. Stand da halt so. Also nichts. Bezweifle ich. Ja. Ah, nee, dann haben sie vielleicht einfach verpennt. In Köln hat er ja auch gespielt. Ja, vielleicht also, war das keine LAN. Nee. Vielleicht war das ja auch. Ja, kann sein. Ist egal. Map-Veto, das heißt hier erstmal bei der Seite von FaZe. Ne, war natürlich ein Spaß. Das Zweibahn von Navi. Okay, FaZe sah sehr, sehr blass auf das 2 aus. Ja. Nuke jetzt wahrscheinlich von FaZe gleich. Ja, also FaZe hat keinen Bock auf Nuke. Aber sie haben auch gar keinen Bock auf Bann. Nee, Spaß, das Veto ist natürlich vorher aufgenommen und jetzt sehen wir nur noch die Kameras von den Spielern. Das finde ich, ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr interessant. Also in der letzten Stage hatten sie es noch, dass sie ab und zu auch mit der Kamera draufgehalten haben, als das Veto so gemacht wurde. Ja. Fand ich sehr interessant auch. Wo man auch das eigens für das Major designte Veto-System praktisch sieht, das praktisch im Client ist. Das wird nicht irgendwie auf Stift Papier oder so gemacht, nee. Ja. Komplett integriert natürlich. Train, also FaZe nimmt die komplexeren Maps raus, kann man sagen. Und Navi. Inferno immer noch zu haben, ne? Offensichtlich. Oh, bitte nicht. Inferno Oberpass. Ah, nee, wurde er gepatcht jetzt. Inferno raus, genau, FaZe hat den Knopf auch gefunden. Und das heißt, wir haben noch Overpass und Mirage. Ja. Ich denke, Overpass, eine Map, die beide Teams spielen, ist jetzt hier auch gewählt, aber es ist für mich ein bisschen gefährlich. Navi hat sich am Ende dazu entschieden, Overpass zu spielen. Beides sind Maps, die beide Teams spielen und wo beide Teams auch wirklich gut drauf sind. Also andere Teams würden diese Maps eher nicht gegen sie spielen. So. Sag ich mal, aber Overpass, ja, ist eigentlich so die Map, wo Guardian und Rain, wenn du dir irgendein A-Duo angucken willst, um so richtig zu lernen, wie man den A-Spot hält, also lang, kurz, die Toilets, wie man lang auch von weiter hinten spielt oder aggressiv spielt, wenn du dir einen Spieler angucken willst, der auch mal Brunnen pusht oder sonst was, Rain und Guardian sind wahrscheinlich das beste A-Duo auf Overpass der Welt. So, also ein Stück weit haben sie da auch ihren Namen gemacht und sich wirklich super präsentiert in letzter Zeit. Aber auch Navi eigentlich als Team immer super auf Overpass gewesen, Simple super gefährlich. Zeus auch gerade so diese
dieses taktische Langsame, die Map liegt ihm einfach, so Räume einnehmen, aus diesen dann weitere Räume anspielen, sag ich mal, das hat er sehr gut drauf. Ich denke, eine sehr, sehr interessante Map für zwei der besten Teams der Welt. Mhm. Also generell eigentlich ein interessantes Matchup, weil Na'Vi historisch gesehen auch immer ein sehr gutes Overpass-Team war. Auch wenn man zurückdenkt so an die, wenn man jetzt die jetzige Zeit quasi ausklammert, wirklich das beste Na'Vi, was wir je gesehen haben, war halt auch während einer Zeit, wo sie auf Overpass viel gespielt haben. Wo sie Guardian hatten, ne? Und wo sie Guardian hatten, richtig. Deswegen ist es stilistisch gesehen ein sehr interessantes Matchup jetzt, dass sie eben gegen ihren alten Orpa spielen, der natürlich auch unfassbare Clips auf dieser Map auch hatte. Ist es vielleicht jetzt für Guardian ein Vorteil? Kann er da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was konnte er vielleicht jetzt seinem neuen Team Face jetzt hier über Na'Vi mit berichten? Also ich glaube nicht, dass er viel weitergeben konnte, weil sich Teams doch weiterentwickeln und viele Sachen auch, sag ich mal, außer Mode kommen oder du kannst nicht mehr jetzt anhand von bestimmten Granaten sagen, welches Setup wahrscheinlich gespielt wird. Aber ich glaube, dass es für Guardian intuitiv ein Vorteil ist, für die Angles, die er hält, was er selber liest an Flashes, wenn irgendwas passiert. Er hat halt einfach sehr lange in diesem Team gespielt, auch wenn sich das Team verändert hat, ist es der gleiche Leader. Sprich, für ihn in seinem Positioning und in seinem AWP-Spiel bringt es ihm wahrscheinlich was, aber ich glaube nicht, dass FaZe als Team jetzt einen Informationsvorteil hat, weil Guardian da früher mal gespielt hat. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch die Jungs von Na'Vi, sind sie vielleicht so ein bisschen paranoid und denken vielleicht, dass Guardian was mitnehmen konnte und somit vielleicht so ein paar Abläufe geändert haben, vielleicht um ein Training, ja, vielleicht kein Nutella-Brot, sondern Marmelade. Sie haben sich entschieden sowas am Ende für die Map, also. Ja. Richtig. Ich glaube, sie sind confident genug. Mittlerweile ist auch wieder sehr viel Zeit ins Land gegangen. Deswegen, ich glaube, da sind sie, haben sie Selbstvertrauen auch gegen Guardian auf der Map. Ja, vielleicht nochmal so trotzdem so ein bisschen genauer auf die Punktzahl einzugehen. Offensichtlich habt ihr euch ja schon für Na'Vi ausgesprochen. Wie hoch werden sie denn gewinnen? Oh, ich denke trotzdem, dass es ein knappes Match wird. Es ist so ein bisschen abhängig davon, ob das, was wir gestern von FaZe gesehen haben, repräsentativ war für das Team. Ja. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 16-10 und 16-12 ist realistisch. Würde ich auch so sehen. Also ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass es noch ein bisschen deutlicher wird, weil Na'Vi wirklich eigentlich ein sehr gutes Team ist und FaZe jetzt wirklich diese Probleme eben hatte, aber unter normalen Umständen sollte es ein knappes Match werden. Gut, mit diesen Worten verabschieden wir uns erstmal aus der Analyse und geben ab an unsere beiden Kommentatoren. Das sind jetzt wieder der gute Jitko und der gute Desiree. Desiree, Dankeschön, bis später. Ja, wir sind wieder zurück nach der ganz kurzen Pause. Ne? Die anderen werden damit abgelöst nach einem sehr geilen NLP-Spiel. Genau, ja. Und wir haben jetzt wirklich sehr gute Partien. Wir haben so ein bisschen die Pralinen abbekommen. Wir haben definitiv die Goldstücke des Abends abbekommen. Oh ja. FaZe gegen Na'Vi, damit soll es jetzt losgehen. Mhm. Wir haben ja gerade schon eine schöne Voranalyse bekommen. Und danach geht es knackig weiter mit Made in Brazil gegen Mousesports. Da freue ich mich drauf. Also zwei richtige Kracher. Auf was freust du dich mehr? Ich würde mich eher freuen auf Mousesports gegen Made in Brazil. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Feuer in der Partie. Also das Beste zum Schluss. Genau, das Beste kommt zum Schluss. Okay, aber das nicht minder geil. FaZe gegen Na'Vi könnte auch ein Finale sein. Ja, auf jeden Fall. Oder ein Halbfinale, wie auch immer. Ich sehe aber Na'Vi hier ein bisschen vorne. FaZe hat mich gestern überzeugt. Gerade noch so ein bisschen Urlaubsstimmung, vielleicht so kam es rüber. Nee, aber ja, ich denke, FaZe hat gestern einfach gegen Big erstens ihr Pensum nicht abgerufen. Also sie haben es Big sehr leicht gemacht. Also FaZe war für mich da auf keinem competitive Niveau, was man normal von ihnen kennt. Und sie haben halt, das verstehe ich halt bis heute nicht, dass sie halt einer der besten Maps von Big picken, obwohl sie eigentlich einen sehr guten Map-Pool haben und eigentlich theoretisch jede andere Map spielen können. Das ist natürlich gut für Big, ne? Aber das ist einfach für mich nicht verständlich, was FaZe gemacht hat. Jetzt geht's auf Overpass, jetzt geht's gegen Na'Vi. Ich würde sagen, das ist eine Map, wo beide Teams wirklich zeigen können, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ich sehe aber Na'Vi hier vorne allein durch Simple, wie er halt agiert in der Mitte und wie gut er halt auch mal Richtung B kurz eingesetzt werden kann. Und natürlich die zweite Abhebung mit Flamey auf B könnte auf jeden Fall ein Genuss werden. Aber auch ein Guardian, das ist sein Spielplatz. Ja, Guardian aber im letzten Spiel sehr, sehr schwach. Trotzdem pflichte ich dir bei. Ich denke, Overpass für beide eine Art Lieblingsspielplatz in irgendeiner Art und Weise. Und ja, wie du schon gesagt hast, FaZe nicht so wirklich gut gespielt gegen Big. Und auf der anderen Seite hatte Na'Vi Astralis als Gegner. Und das war eigentlich sehr gut. Ja, das und da haben sie wirklich sehr, sehr knapp. Es hätte genauso gut in die Overtime gehen können oder andersrum ausgehen können. Also sie haben gezeigt, dass sie gut drauf sind. Und FaZe konnte das noch nicht zeigen. Mhm. Und daher auch, glaube ich, unsere gesamte Crew ja auf Na'Vi gegangen in diesem Spiel. Na'Vi ist für mich auch auf jeden Fall einer der Top-Anwärter neben Astralis auf das CSGO-Major. Ja, Liquid vielleicht noch so ein bisschen Liquid mit reinheben. Ja, Liquid noch dabei. Das ist für mich so die Top 3, die sich am Ende wahrscheinlich um diesen Titel battlen will. Ich denke, bei FaZe soll es eigentlich noch fürs Viertelfinale reichen. Aber ich denke, dann wird man scheitern
Also ich denke, es wird, also meine Favoriten sind auf jeden Fall Navi, Astralis und Liquid. Das sind, glaube ich, die drei Teams, die es unter sich ausmachen dann. Später, wenn es dann auch ins BO3 geht, ist das nochmal was ganz anderes. Dann ist es schwieriger für die ganzen anderen Teams, da so ein Navi oder Face rauszuhauen. Mhm. Ein Team muss ja 0-2 gehen. Genau. Sowohl ein Team aus diesem Matchup, als auch Made in Brazil oder Mousebots. Mhm. Also das werden richtig, richtig taffe Spiele dann morgen für die ganzen Teams, die dann 0-2 stehen, und es werden halt Nummer 2 dicke Fische sein. Ja, ihr könnt mit uns auch noch kommunizieren über das Hashtag 99Major. Da seid ihr herzlich eingeladen, mit uns zu reden, und es wird losgehen. Meine Damen und Herren, damit einen wunderschönen guten Abend zur Primetime. Gibt es Navi gegen den FaZe Clan? Und das ist wirklich eine Top-Partie. Also, nee, es geht doch noch nicht los. Ja, also okay, Olaf Meister sieht nicht so aus. Oder sie wollen wieder einen Boost auspacken, wer weiß das schon so genau. So, Kerrigan wartet noch im Spot. Nee, man ist noch nicht bereit, also ein bisschen früh angekündigt. Dann können wir noch den Method begrüßen. Das ist nämlich unser neuestes Sub, der hier mit Twitch Prime zu den 99ers kam. Und damit herzlich willkommen, mein Freund. Herzlich willkommen bei den 99ers. Gebt dem guten Mann, dem guten Method mit der großen 5 doch mal ein paar Ratschen in den Chat. Ja, oder auch ein paar echte Ratschen. Wir haben ja auch welche hier. Die rattern ja auch immer wunderschön durch. Ihr könnt natürlich jederzeit reinsubben. Wir werden jetzt auch schöne Spiele haben, sollten sie dann auch irgendwann mal starten. Und dann lohnt sich das natürlich auch reinzusubben, weil dann könnt ihr auch die schönen Emotes, die schönen kleinen Smileychen, gibt es einen korrekten Begriff dafür bestimmt, reinhauen. Sub-Emotes. Wunderschönes Wort. Sehr schön, da kommen doch die guten Ratschen. Nee, wir haben ja noch ein paar neue Emotes dazu bekommen, darunter eine Heugabel, eine Fackel, ein Headshot. Ab ins Körbchen. Ab ins Körbchen mit einem schönen Labrador, glaube ich, ist es, oder ein Golden Retriever. Und was wir auch noch haben, ist das Big-Logo. Na, da könnt ihr nämlich schön das Big-Logo beim Big Clan, ne, wenn die dann spielen, könnt ihr es einfach nur dauerböllern. Genau, jetzt ein bisschen Fehl am Platz, aber da wird einmal kurz alles aufgereiht vom guten Titan, da könnt ihr euch ein schönes Bild machen. Wir machen uns auch ein schönes Bild, und zwar vom Spiel, denn es geht los. Navi gegen FaZe, die Glocken haben geläutet und wir gehen rein in die Pistol Round. Ja, und Navi direkt mal sehr, sehr geschlossen Richtung B und Richtung Monstergang. Und man steht aktuell zu dritt hier bei Navi Kerrigan oben am Heaven. Ansonsten zieht man sich hier schon ein bisschen ins Wasser zurück. Über kurz kommt jetzt auch der Druck. Und Nico da mit einer ekligen Pose. Die wird er erst nicht gesehen. Die Smoke lag da gut für ihn. Und dann bekommt er den Track. Scheitert aber dann gegen Simple. Simple nimmt sich auch noch Olaf Meister raus. Und jetzt ist es nur noch Zeus. Der nimmt sich aber Rain. Und damit nochmal die Möglichkeit. Bombe natürlich noch nicht gelegt. Beide da irgendwo im ADC. Und dann gibt es das Ding von Guardian. Sehr schön gemacht, also FaZe gewinnt hier die Pistol Round und geht damit mit 1-0 in Führung. Kurz und knackig wird das hier beendet Richtung B-Side. Also, wunderbar sieht das aus. Und wenn ich euch noch einen kleinen Tipp geben darf, weil wir es ja gerade eben auch von Subs hatten, das ist aber ein Geheimtipp. Ja. Ihr könnt hingehen und könnt einem Freund subben, ja, und er subbt euch. Und dann geht ihr hin und verlängert euren Sub für 1 € für den kommenden Monat. Geil, oder? Das ist voll der krasse Tipp, ne? Ja. Also, macht das auf jeden Fall. Lohnt sich. 1-0 für FaZe und ist direkt gut ausgestattet, ne? Granaten dabei, UMP, Rain in der Mitte, wirklich. Damals ja vor 2, 3, 4 Monaten wirklich, also da bist du kaum an Rain in der Mitte vorbeigekommen. Hat so ein bisschen nachgelassen. Nee, vielleicht Rain war wirklich die Toilettenfrau zu der Zeit. Also, genau, der war einfach da, der. Da durchkommen war absolut unmöglich. Vielleicht macht er heute das Gleiche, was aber erstmal Guardian macht, ist mit der Scout ordentlich reinlangen. Und damit auf Lang erstmal wieder alles frei. Zieht man jetzt aber ihren Spieler nach. Ich glaube, Electronic ist es jetzt, der auf Lang da wieder nachgeht. Aber auch FaZe schiebt dann keinen nach. Lang lässt man also erstmal offen. Navi muss aber natürlich kommen in dieser Runde. Und jetzt pickt man langsam die Bombe und orientiert sich nochmal ein bisschen um. Edward geht ein bisschen auf Info. So, Toilettenfrau trifft es eigentlich ganz gut, wie du gesagt hast. Na, muss jeder 50 Cent zahlen, dass er durch darf. Ja, zweimal durch, dann kann sich Rain schon einen Resub bei uns leisten. Ja, nice, sehr schön. Also, Smoke steht bereit. Da wird einmal die Smoke schön Richtung Monster geschmissen, kommt dann auch an, aber da ist man bei Navi schon durch. Da könnte man jetzt explodieren, versuchen vielleicht irgendwie durchzukommen. So, Nico achtet noch auf kurz, damit ist das Wasser hier dicht. Da können sie jetzt einfach auf lange Distanz annehmen. Zumindest fällt hier immer noch mal Kerrigan, aber von Nico wird weiter gegen gehalten. Olafmeister mit dabei, wieder eine Schelle hinterher und dann ist es Rain. Der ist beendet, also das Refrag-Verhalten passt hier. 2-0 für den FaZe-Clan und damit bringt man 3 Waffen durch und rettet hier die Runde und gibt nicht mal den guten Jungs von Navi ein Plant. Ja, und doch schön zu sehen, dass sowohl Guardian als auch Nico relativ vernünftig in diese Partie reinkommen.
man eben bedenkt, wie sie im ersten Spiel nicht so viel machen konnten gegen den Big Clan. Und jetzt zumindest erstmal ein vernünftiger Start. Sie haben das 2-0, sie haben schon mal ein paar Frags gemacht. Und damit kann man doch erstmal aufbauen. 4 Granaten nimmt sich Navi mit. Die Frage ist, wo sollen die hin? Will man da ein bisschen Toilettenradau veranstalten? Es sieht fast so aus. Ab in die Mitte. Ja. Und ab ins Nichts. Ja, da hat man keine Lust drauf. Rain ist da erstmal in Deckung gegangen. Hat erstmal einen Graben gebuddelt. Und wird jetzt hier einfach gegenhalten. Das gleiche gilt für Guardian. Ja, das kann gefährlich werden, ne? Da versuchst du vielleicht direkt Richtung Mitte ein bisschen aggressiver zu spielen in Runde Nummer 3. Und dann kriegst du halt so einen Granatenhagel ab. Ja, das kann durchaus auch mal ein Frag einfach sein. Und vielleicht noch mehr Schaden, wenn dann wirklich gerade mal zwei Spieler vorgehen. In der Regel gehen ja, wenn auch zwei vor. Dann kann das auf jeden Fall auch sehr, sehr dolle wehtun. Also an sich keine schlechte Sache, das einfach mal auszuprobieren. Ich denke, da steckt auch ein bisschen Antizipation dahinter, was FaZe vielleicht einfach häufig spielt, dann offensiv in der Mitte. Mhm. Ob es in dieser Runde jetzt schon zu erwarten war gegen die Eco, kann man drüber streiten. Granaten jetzt eben verworfen und damit halt auch eine gute Menge an Geld. Ich glaube, 4 Granaten waren es, also 1200 Dollar für keinen Damage-Punkt. Kann man investieren, FaZe macht es genau richtig, die stellen sich einfach auf lange Distanz Richtung Spot ab und werden einfach versuchen, mit den Rifles und der einen UMP und gegebenenfalls mit dem einen, der schon in der Rotation da ist, und zwar Kerrigan, einfach versuchen, den Spot dicht zu machen. So, der hat noch eine Deagle dabei, der hat in der Runde nicht wirklich viel investiert. So, und jetzt wird Navi hier den Zugriff wagen. So, da kriegt Rain erstmal direkt Kopfschmerzen. Ja, so, Guardian, das hält das Ganze, Guardian hält das Ganze auf Close Distance. So, jetzt geht's rein. Ja, und Guardian steht da jetzt mit seiner UMP und der könnte alle abfarmen. Und das macht er auch. Und dann bleibt nur noch Simple über. Der sich da ein bisschen am Kopf krass und fragt, was denn da gerade passiert ist. Er drückt dann noch einen Frag gegen Rain und dann nimmt Guardian hier seine 3 Mates einfach raus. Ja, Zeit läuft ihm auch davon. Die Bombe ist unerreichbar. Und Olaf Meister darf beenden. 3-0 und damit geht es jetzt auch in die erste Waffenrunde. Guardian wird jetzt auf AWP upgraden. Ansonsten hat man eine Farmers, die man noch mitschleppt und ist gut aufgestellt. So, gucken wir mal. Also, werden jetzt wahrscheinlich einfach bei Navi die Kalaschnikow sehen. Und zwar 5-mal. Finde diesen Begriff Sturmgewehr, der gerade hier reinkommt, eigentlich gar nicht so schlecht. Sturmgewehr. Das Sturmgewehr. AK-47 Sturmgewehr. Das ist echt gut. So, nee. Rain, jetzt wäre die Nate mal schön gewesen. Die Vierfach-Nate. Oh, Rain, wie er da einfach vorgeht. Ganz alleine. Da hinten könnte man noch eine Support-Flash für ihn geben, aber er steht da einfach am Brunnen. Ah, oh Mann, Rain versucht mit dem Sturmgewehr da weiter nach vorne zu kommen, wird hier aber nichts. So, das damit Scharfschützengewehr, das Scharfschützengewehr beendet ist. Also, die Karre wurde hier ausgepackt. Nein, ist natürlich, wir sind da im falschen Zeitalter gelandet. Wird bestimmt auch noch implementiert. Ja, wir haben auf jeden Fall. Revolver. So eine Karre wäre halt mega krass. Ja, Golf zum Beispiel. So, Kerrigan, jetzt die Leiter hoch. Und da hat er ein richtig schönes Timing. Ich weiß nicht, er hat gerade, glaube ich, nichts mehr gesehen, aber gehört müsste er es haben. Ja, gehört sollte er es auf jeden Fall. Man deckt auch unten schon Richtung Monster ab. Da hat Nico wieder diese Smoke geschmissen und Kerrigan, ja, der bahnt sich seinen Weg voran. Ich glaube, das haben sie gar nicht auf dem Schirm. Boah, der ist halt so schnell da. So Simple sollte auf jeden Fall fallen. So, er wartet jetzt noch ab, bis sie angreifen. Kerrigan lässt sie einfach Zeit und er lässt sich keine Zeit. Damit hat Simple das auf dem Schirm. Electronic greift nochmal den Spot auf und dann bestraft es Simple. 2-gegen-2 Situation. Aber es sind noch 35 Sekunden. Sie könnten theoretisch sogar nochmal auf A gehen. Der FaZe-Clan wird jetzt weiter in Druck gesetzt. Siko muss rausspringen. Ah, das ist noch perfektes Timing, aber Electronic ist da. Jawohl. Also, Spot aufgerissen. Hätte Kerrigan einen Ticken mehr Zeit gelassen, wäre das echt der Untergang für Navi gewesen. So hat Guardian ist das 2-gegen-1. Ja, und jetzt auch ins 1 gegen 1 und kriegt er Simple gewonnen. Nein! Und auch mit der Pistol darf es nicht sein. Ach, Rain hätte diese Runde entscheiden können, als er da hinterlaufen hat. Wenn er da vielleicht 2 kriegt, dann geht die Runde anders aus. Ja gut, aber wann schießt du in der Situation? Ja. Ja, das ist halt immer so das Ding, ne? Wann schießt du? Nimmst du noch einen mit raus? Doof, dass halt Electronic da die Öffnung findet. Und dass halt Simple da in der sehr offensiven Position direkt Tür an Tür mit ihm da steht und dann zieht er einfach rum und nimmt da Kerrigan raus. Sehr bittere Runde, FaZe Clan hat er eigentlich die ganze Runde in der Hand, aber am Ende reicht es nicht. So, Smoke in die Mitte, damit geht Navi erstmal hier in der ersten Waffenrunde natürlich auf die Aufholjagd. Und Navi auf der Suche erstmal über die Mitte nach Raumgewinn. So, da kann man auch versuchen mit einer Flashbang den Park da reinzunehmen. Simple hält dann noch die Flanke. Und dann steht man bereit mit 2 Leuten. Wo ist die Flashbang? 1, 2, 3.
3. Da kommt sie. Zeus hat sie in der Hand gehabt und haut sie jetzt rauf. Das zwingt Guardian natürlich runter zu droppen. Und jetzt steht man mit 4 Mann an Lang, ein noch Richtung Toilets. Und Guardian, der macht die Info-Jumps, der hat jetzt gesehen, was abgeht. Und somit zieht er sich auch zum Spot zurück. Spieler von FaZe noch in den Toilets. Der könnte jetzt nochmal hier gefährlich werden. Macht auf viel Schaden. Rain, will er noch mehr? Sie geht ohne Flash rum. Und so kann Rain insgesamt 2 Spieler rausnehmen. Und auch Guardian mit einer sehr, sehr offenen Position mit der AWP. Aber Kerrigan kann ihn da supporten. Und damit nur noch Edward und Simple am Start. Einmal Edward in den Toilets und auf Lang Simple, der jetzt aber auch zu den Toilets aufschließt. Und er an der AWP. So, also die Toilette steht. Da kann das Klo diesmal nicht abgerissen werden, meine lieben Freunde. So, und Navi muss sich hier nach vorne arbeiten. So, Simple sucht da die nächste Möglichkeit, vielleicht das nochmal aufzumachen. Das sind aber nur noch 27 Sekunden, also viel Zeit ist nicht mehr da. Wenn wir uns das Geld angucken für beide Teams, ist das natürlich jede Waffe, die man hier durchbringt, jede Runde, die man hier holt, ist natürlich direkt der Vorteil. Aber Navi, denen läuft die Zeit davon. Da wird Edward einen Teufel tun. Das gleiche geht auch für Simple. Dann bringt man einfach beide Waffen durch und versucht die AWP natürlich in der nächsten Runde nochmal einzusetzen. Und das Ding ist vorbei. Also, der FaZe-Clan geht mit 4 Runden erstmal in eine ordentliche Führung. Gut, dass sie da auch direkt wieder eine Antwort gefunden haben und die Toilette sauber halten wie Meister Propper. Ja, und jetzt müssen sie überlegen, ob sie dann jetzt für die beiden Waffen noch reinforcen mit CZ oder ähnlichen oder ob sie da wirklich eigentlich werden sie höchstwahrscheinlich reinforcen mit. Ich glaube, sie waren rund um 1,6. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Ja, sie können reinforcen, weil ja, sie hatten so 1,6 ungefähr. Dann können sie nochmal rundherum kaufen. Loser-Bonus ist ja ohnehin weg. Genau, ja. Loser-Bonus ist weg. Sie sparen dann, wenn sie mit der Runde jetzt durchkommen. Oder wenn sie verlieren sollten, haben sie nächste Runde 2000. Genau. Und dann wird hier einfach nächste Runde oder übernächste Runde wieder reingekauft. So also. Sieht es aus. Ja, und Simple, der hat ja trotzdem noch seinen HWP und der zielt Monstergang ab. Aber da piekt natürlich erstmal keiner rein. Ja, und so macht man es erstmal gemütlich, langsam, klassisch, möchte man fast sagen, auf Overpass. Und wartet natürlich ab. Überhaupt gar keinen Raumgewinn Richtung A. Also wenn da jetzt Mitte was durchgepusht wäre, dann wäre der gesamte Raum von Navi jetzt schon weg. Jetzt geht man langsam dazu, über den Spielplatz noch einzunehmen, während sich die beiden Langspieler von FaZe auch schon langsam zurückziehen. So, also hat zumindest versucht, mal ein bisschen Informationen für den Raum zu bekommen und wird dafür auch belohnt. Damit hat man B erstmal ausgeschlossen, kann sich jetzt auch so ein bisschen auf den A-Spot fokussieren, lässt sogar einen Spieler Richtung Lang stehen, zieht einen rüber, damit macht man jetzt ein 3-2-Setup. Läufmeister hat halt die komplette Information. Nico muss sich dadurch nur um die Tür kümmern. Ja, und das ist für ihn natürlich auch eine komfortable Lage. Ja, und auch eine ganz, ganz eklige Position hier von Olaf Meister und auch von Nico. Und die werden auch gleich was zu tun kriegen, aber Electronic bekommt Olaf Meister. Das kann doch nicht sein. Wenn jetzt Nico auch noch fällt, dann war es das. Nico mit Nummer 1 und macht auch noch gut Schaden gegen Flamey Molotov hinterher. Damit schließt er sich die Flanke. Währenddessen kann Edward sogar Rain rausnehmen. Damit Vorteil für Navi. Das Gute ist, dass Electronic einfach durchmarschieren kann. Er weiß, dass einer Richtung kurz steht und sie sich eigentlich darauf verlassen haben, dass das A wird. Und Electronic einfach den Raum für lau bekommt. Ja, und damit auch die komplette Information. Und eine Bombe, die gleich den Weg Richtung Monster einschlagen wird. Oh, das ist so gut von der Electronic gespielt in der Situation. Oh nein. Aber Kerrigan, der fängt die komplette Rotation ab. Die Bombe läuft aber hinten rum. Das heißt, die hat einen langen Weg. Nochmal der Trade. Guardian holt zumindest der Electronic raus, nachdem Nico gefallen ist. 2 gegen 1 Situation für Flamey. 6 Sekunden. Und er muss die Bombe legen. Er kann nicht mehr legen. Das war's. Sterbe nach der Zeit. Das ist sein Motto. Ja, das hat er zum Glück noch vermieden. 5. Runde für den FaZe-Clan. AWP und AK kann man sich noch retten in die nächste Runde. Ja, also hätte auch durchaus verloren gehen können, wenn wir überlegen, Olaf Meister, das Duell darf er eigentlich nicht verlieren. Das ist so wichtig, dass Kerrigan da beide geholt hat Richtung Connector in der Rotation. Ja, absolut spielentscheidend. Den letzten darf er dann auch noch nehmen. Hat zwar nicht mehr den Impact, aber die beiden Richtung Connector, wie du schon gesagt hast, absolut wichtig, absolut rundenentscheidend gewesen. Ja, und Navi jetzt, wie angesprochen, natürlich in der Vollspar. Mit 2 HE-Granaten, die wahrscheinlich wieder Mitte fliegen sollen. So, und was glaubt ihr? Ist es der FaZe-Clan oder ist es Navi? Machen wir doch einfach mal eine kleine Umfrage für Hashtag FaZeUp, natürlich für Navi, für FaZe. Und Navi machen wir einfach Go Navi. Okay, so machen wir das. Genau, tauscht das einfach und dann passt das schon. Irgendwie so. Also jetzt wissen wir natürlich nicht, was zu wem gehört, aber... Nein, also Face Up für Face halt, ne? Okay, gut, dann machen wir das so. Und jetzt
gucken wir doch mal, was denn Navi mit ihren kleinen Pistölchen da machen kann. Zumindest nur zwei Wasserpistolen dabei, zwei Pito-Fipis und eine Diegel. Und die ist bei Simple ja auch immer sowas wie eine AWP, nur ein bisschen kürzer. Ja, und Guardian, der hat das Originalgerät in der Hand. Und er hat noch nichts gesehen. Auch den Langspieler hat er noch nicht gesehen, vom Timing her da keinen View drauf bekommen. Deswegen für ihn da gerade noch alles grau und grau. Er hat überhaupt keine Ahnung, was abgeht, aber so langsam riecht man es natürlich. 45 Sekunden, Guardian sieht wieder kein. Jetzt hat er Einrichtung Mitte gesehen. So, es geht für Navi um Schaden. Kurze Minusreaktion. Es geht für Navi um Schaden. Kerrigan gibt der gutes Backup. Guardian kann sich voll und ganz auf seinen Spot konzentrieren, aber will Kerrigan ein bisschen mehr haben. Rain ist aber schon da. Also der Schaden sitzt auf jeden Fall. Auch Guardian macht da seinen Kill noch Richtung lang. Damit ist Simple bekannt an der Deagle immer brand. Gefährlich, aber in dem Fall nur ein zahmes Lamm, meine Freunde. Ja. Nur ein ganz, ganz zahmes Lamm. Also die Runde, natürlich nicht viel für Navi zu holen, klar, man hat kein Equipment, man spart rein. Jetzt wäre eine taktische Pause natürlich mal gar nicht so verkehrt. Und ich glaube, sie nehmen auch eine taktische Pause. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich ein paar neue 99ers dazu bekommen. Den Fiddish Fox, den Apfelkern ist doof, den Cooler, den Nils T464, den Dufrine, den Z-Michel und den Sil W06. Also, wie hieß der Junge mit Apfel? Apfelkern ist doof. Apfelkern ist doof. Also, begrüßt die neuen 99ers und zwar mit unserer Ratsche oder mit Ab ins Körbchen. Sucht euch aus mit den Faggeln, mit den Heugabeln. Haut alles raus. Vielen Dank für euren Support und schön, dass ihr da seid bei dem CSGO Major live aus London. Und hier seht ihr gerade Navi gegen FaZe und FaZe führt diese Partie ordentlich an, würde ich sagen. Und ja, sie können sich langsam, na, noch nicht wirklich Geldpolster aufbauen, aber es bewegt sich in eine gute Richtung. Aber ist egal, sie halten Navi auf jeden Fall sehr low vom Money her. Und mit 4er-Loser-Bonus ohne Plan könnten sie nächste Runde auch nicht kaufen. Also auch das schon wieder eine Runde, kann aufs Brasilien-Ergebnis gehen und dann direkt noch eine Follow-Up-Runde hinterherlegen. So, Rain jetzt mal offensiv an lang, also der tobt sich auch in allen A-Positionen da ein bisschen aus. Aber bis jetzt macht hier Navi noch keine Anstalt, nicht so lang zu gehen. Simple jetzt auf dem Weg. Aber ich sehe da keinen Mate mit einer Flash in der Hand. Aber der wird wahrscheinlich einfach nur defensiv abzielen. Genau das macht er auch. Und so wartet Navi erstmal ab. Sie haben das ja quasi erfunden, dieses ultra langsame Spiel auf Overpass damals. Pionierarbeit. Die Pionierarbeit von Navi. Ja, vor 10 Sekunden, vor Rundenende, ist da gar nichts passiert. Genau. Vorher darfst du ja auch nicht schießen, das ist ja auch ein Schussverbot, das haben wir gestern auch festgestellt. Genau. So, aber FaZe möchte jetzt auf jeden Fall Raum ausschließen. Sie könnten jetzt genau Navi hinterlaufen mit dem richtigen Timing. Hm. Aber der Connector ist auch komplett frei. Also Navi könnte hier auch nochmal komplett runtergehen und hätte da keine Gegenwehr. Oh mein Gott, wie Rain halt ausschließen geht. Oh, das Timing ist gut. Frage ist, welches Timing nimmt er jetzt? Einen! Oh, der kriegt den zweiten nicht! Such's mit dem Refrag und damit doch wieder 4 gegen 4, obwohl du mit dem Move eigentlich doch so einen Vorteil rausspielst. Ganz, ganz bitter. Zweimal schon von Rain. Mhm. Dass er einen guten Laufweg hat und das nicht perfekt umsetzt. Ja, das ist sehr schade. Hätte er Safe Call zwei Leute mitnehmen können, wenn nicht sogar schon einen dritten. Aber bei Navi entscheidet man sich, um B zu gehen, trotz Frag in der Mitte. So, da hat Olaf Meister komplett sein Timing verpasst. Nico wird eingekesselt, muss sich jetzt Richtung Brücke so ein bisschen auch um die Gegenwehr kümmern, weil er keine schauen kann. So, jetzt fallen sie alle auseinander wie ein altes Netz mit Kartoffeln, die jetzt einfach rausplumpsen. Geht die Runde hier auch den Bach runter. Ja, da schade. War wenig halt, Support gerade zwischen den beiden B-Spielern. Ja, du hast halt gesehen, Nico war komplett allein auf sich gestellt. Der Spieler direkt Richtung Kurz ist auch instant gefallen. Und schon hast du bei Navi die Runde hier easy peasy im Sack. So, und damit ist es nur noch Guardian und er wird die AWP safen. Ja, und es ist trotzdem noch in Ordnung. Navi bringt in Häkchen nur drei Waffen durch. FaZe kann die AWP mitnehmen. Ja, und Guardian möchte die Waffen noch weiter dezimieren, damit nur noch zwei AKs. Und das hält Navi natürlich auch vom Geld her relativ low. Für FaZe ist ein Forceplay auf jeden Fall möglich. Guardian kann nicht ganz zwei M4s legen, aber eine M4 und eine Farmers wäre drin. Rain kann selber kaufen. Ja. Und so kann man hier eigentlich nochmal einen vernünftigen Buy hinlegen. Wenn man jetzt Navi schlägt, ja, dann ist hier Griechenland-Stimmung. So, wäre natürlich eine Überraschung. Für beide Teams ist das natürlich eine absolute Drucksituation, die dann halt mit 0-2 am dritten Tag, ja, ums blanke Überleben kämpfen. Weil wer 0-3 ist, fliegt raus. Und das wäre für beide Teams natürlich
absolut Katastrophe, wenn man in der zweiten Stage rausfliegen würde. Klar, man ist für das Major qualifiziert in Katowice, ne? Weil man dann, nee, man ist noch nicht qualifiziert. Einen Sieg. Pardon, man braucht einen Sieg. Das heißt, da muss man auch noch bangen. Ja, mit 0-3 war es das erst mit dem Major, ja. Dann kannst du dich wieder schön qualifizieren. Ja, und das Problem ist ja durch diese, was wir vorhin schon angesprochen haben, es wird sehr, sehr wahrscheinlich dann ein ganz, ganz großer Name auf jeden Fall dieses 0-3 bekommen und dann haben wir ein Mouseboard, ein Navi, ein Face oder was auch immer, die sich da über einen Qualifier rankämpfen und sich schön gegen Tier 2 Teams durchsetzen dürfen. Da hat, glaube ich, haben die wenigsten Lust drauf, den NIP-Weg quasi zu gehen. Boah, Gott, Alter, die müssen ins Miner. Ja, richtig, das ist ja richtig bitter. Das ist Miner natürlich interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber überleg mal, Navi müsste ins Miner. Oder Face. Ja, und also da ist die Hölle los. Wenn Face hier 0-3 gehen sollte, dann fliegen da Köpfe. So, und jetzt geht's rauf. Ein bisschen gelegt hat man natürlich. Eine UMP und eine Farmers sind da am Start. Olaf Meister an der AWP. Der kann Richtung Monster erstmal die Bombe rausnehmen. Zweiter Frag ist ihm nicht vergönnt. Flash gegen Nico. Er bleibt weiter an seiner Posi. Wird da jetzt schon geprefired. Flash kommt. Ja, Nico wieder unter dem Wasser. Diesmal aber das Backup. Rain ist schnell genug da. Nico kann jetzt unter das Wasser. Kerrigan mit dem besseren Timing, um dann in den Rücken zu fallen. Diesmal stirbt zumindest Electronic. Aber sie sind eingekesselt. Und das ist schlecht für Navi. Ui, ui, Flammy, hallo. Schöner Schuss da gegen Rain. Aber es reicht nicht. Das ist 3 gegen 1. Jetzt sieht's dann simpel. So, und der muss jetzt alles auspacken. Der muss zum Hulk werden. Der muss 200% geben, um die Runde hier nochmal zu holen. Aber das Setup eigentlich von FaZe perfekt, um gegen die Bombe zu spielen. Ja, so, eigentlich darf er nichts machen. Aber wenn einer so eine Runde vielleicht macht, dann ist es simpel. Zeit hat er noch. Utility hatte er eben auch noch ein bisschen, nämlich einen Smoke. Die hat er jetzt benutzt. Ja, und wenn jetzt der Push von hinten kommt, der kriegt einen Frag gegen Kerrigan, dann zieht Nico vielleicht rum, den kriegt er auch noch, wer weiß. Jetzt hat er sich verraten, bekommt Nico, dann muss der Push vom Monster kommen, der kommt auch. Aber im Endeffekt ist sogar Guardian, der ihn vom Window aus rausnimmt. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall geht die Runde auf den Nacken von Nico, der da im Wasser auf jeden Fall sehr viel Zeit rausholt. Ja. Seinen Frag macht und eben hat lange überlegt. Und dann kann halt der Push von Kerrigan auch von hinten kommen, wenn man Navi so lange da noch hinter Monstergang ein bisschen gefangen hält. So, da sind wir nochmal Guardian. Stark gemacht. Aber das Geld bleibt weiterhin knapp. Und wir sehen, Kerrigan kann sich halt wieder nichts leisten außer eine UMP, damit er wenigstens ein paar Granaten hat. Das ist halt wichtig, ne? Granaten sind das A und O hier auf Overpass, auf der CT-Seite, um Richtung B abzublocken. Er muss ja auch diesen Rotierer spielen, das heißt, er braucht auf jeden Fall zwei Flashbangs, um seine Mates da auch zu supporten. Richtung A und Richtung B, um rein zu flashen, um vielleicht irgendwo einen Raum abzublocken. Das ist ja immer so seine Aufgabe, dass er halt immer die Mutter für alles ist, ne? Ja, aber das macht er auch sehr, sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch genau seine Rolle, die er auffüllen will. Hier ist es aber mal so, dass er sich ein bisschen offensiver aufstellt. Und zwar Richtung Lang mit der UMP vielleicht gar keine schlechte Idee. Wir haben sowieso bei Navi absolut nada. Ja, außer Simple. Und auf den kommt es an. Um den wird man sich jetzt hier aufbauen. Und Simple könnte da vielleicht auch... Okay, Lang wird er kein Duell bekommen. Du hast ja Ranger schon angesprochen, der da offensiv steht und sich da versteckt. Und da lieber das Close Distance Duell will, was auch sonst... Ja, und so macht FaZe eigentlich genau das Richtige. Sie laufen nirgendwo rein und ermöglichen dem Simple gar nicht, hier irgendwo die Eröffnung zu finden. Und so tickt natürlich Sekunde für Sekunde und Navi geht Zentimeter für Zentimeter. Und es fällt kein Frag. Und jetzt das Duell Kerrigan. Das smoke sich dann auch ab. Und so wird man jetzt komplett geschlossen, wahrscheinlich die Mitte vorgehen über die Toilets gleich. Ja, da werden nochmal die letzten Kröten auch investiert für diese AWP. Jetzt bin ich mal gespannt, was die für Impact hat. So, Simple ist natürlich dann gefährlich, der Spieler an der AWP. Jo, da kommt schon mal der Anschuss. Das heißt, Guardian ist ja schon mal auf 9 AP runtergeschossen. So, was? Simple, was? Wie hat der den denn gemacht? Holy shit, Alter. Da möchte ich auch mal das Replay sehen, bitte. Wie geht das denn? So, jetzt auf jeden Fall kommen sie Richtung Spot durch. So, da wird noch ein bisschen gefreefired. Rain versucht auf jeden Fall die Bombe rauszunehmen. Der kann ihn nicht rausnehmen. Der überlebt Mikro-AP. 38, da kommt vielleicht mich von der Seite. Ja, und die Runde fliegt langsam zusammen. Olaf Meister im 2 gegen 1. Zumindest sind noch mal zwei Leute mit. Okay, alles klar. Dieser Schuss da von Simple hat mich komplett rausgeflasht. Den werden wir bestimmt gleich nochmal in der Wiederholung sehen. Den werden wir definitiv sehen. Sonst verstehe ich FaZe auch nicht mehr. So, Olaf Meister hat schon zwei Frags bekommen. Sich von 1 gegen 4 auf 1 gegen 2 rangeschossen. Jetzt muss er noch einen am Van und einen in der Mitte rausnehmen. Zumindest weiß er jetzt, wo die AWP ist. Rechnet er mit Van, hat er den Vorteil. Nimmt Flamey raus. 1 gegen 1, aber keine Zeit. Nee, da muss runter. Muss er. Aber noch gut Schaden gemacht. Noch 3 Waffen rausgenommen. Aber das Wichtigste ist, Simples AWP ist gesichert und sie holen eine Runde mit nur einer AWP und 4 Pistolen. Ja, der Force Buy auf jeden Fall
gelohnt, würde ich sagen. Jetzt werden wir wahrscheinlich vielleicht nochmal das Replay von Simple sehen, weil der war einfach nur krass. Den mache ich auch jeden Tag. Ja, natürlich. Da sehen wir es nochmal. Ey, was ist das für ein Flick? Holy shit. Was? Was? Okay. Es ist halt, es gibt so eine Position, wo du durch die Box ballern kannst. Das ist genau, wo sich die beiden Boxen treffen. Da kannst du durchballern. Und ach, wie viel Glück kann man haben? Das krass. War wirklich. Und das war halt der Entry in der Runde. Ja, und ein sehr wichtiger Entry. Ja, insane. Aber sowas passiert eben auf dem Major. Simple ist ja prädestiniert dafür, solche Szenen zu schaffen. Also, der Admin wurde schon gecallt. Der muss das bewerten. So. Auf jeden Fall. Vorteil für Navi. Die AWP war damit in gute Hände investiert. Flame überlebt damit 10 AP, also kriegt so nur zweimal auf seinen Schädel drauf. Und hier versucht auch Electronic in seiner Paradedisziplin, und zwar auf der T-Seite Richtung Sumpf, die Position aufzumachen. Ja, man hat zumindest schon mal ein bisschen Raum gut gemacht durch den Frag von Flamey, der natürlich relativ knapp war. Hat man erstmal den Connector und natürlich den Entry-Frag. Und kurz hat man jetzt auch noch bekommen den Boost. Ja, Nico. Den nimmt man sich auch noch. Connector steht man jetzt mittlerweile mit 3 Mann. Man hat natürlich immer noch alle Optionen. B ist es gerade ein Kerrigan, man geht hoch. Ein Spieler über lang schon durchgeschickt, Bombe zieht er jetzt auch hinterher und der Rest dann gleich über die Mitte. Da wartet Guardian mit seiner Scout, der kann immer brandgefährlich sein mit dieser Waffe. Flamey natürlich auch ganz doll gefährdet, hier zu fallen. So, und jetzt kommt es drauf an. Kommen hier wieder krasse Jumpshots oder was geht ab mit dieser Waffe? So, da geht der erste rein, Guardian. Und Alter. Der ist immer noch hungrig. Alter, was ist der das? Geht auch durch die Kiste gleich. Ja. Was ist ein Flick von ihm? Da ist er instant auf dem Kopf drauf. Also, Flashbang kommt rein, damit wird Kerrigan halt sofort reingeschickt. Der will einfach nur die Bombe rausnehmen. Schade, das Timing etwas verpasst. Ein Ticken zu spät durch die durch sonst hätte er das vielleicht noch verhindern können. Ja. Und somit heißt es halt, es liegt an Olof Meister wieder im 2 gegen 1. So, wieder Endgegner Sus und Simple. Große Frage. Sie stehen ja beide Richtung Toilette. Das wird für Olof Meister fast schon unmöglich, da nochmal an die Bombe ranzukommen. Dafür auch das Setup wieder zu geht. Die müssen ja nicht mal wirklich reinpieken, aber Navi lässt sich das nicht entgehen. So, da wird noch die AWP gesucht. Wo ist die AWP? Wo ist die AWP? Ja, wo ist die AWP? Nicht da. Nix finden. Ja, aber das können sie auch verschmerzen. Ja, wieder eine Runde gesichert. Und damit auf jeden Fall kommen sie langsam aber sicher auch ran, nachdem sie wirklich einen ganz, ganz bescheidenen Start hatten. 4. Runde jetzt für Navi. Also 4-7. Ja, die Partie klimatisiert sich ein bisschen für Navi. In eine gute Richtung, muss ich sagen. Also die Waffenrunden gehen langsam rüber in die Ukraine. Der U-Squad, die European Expendables, werden erstmal in die Eco geschickt. Ja, und in dieser Eco hat man wirklich eine wirklich volle Eco. Kerrigan an der Flash und Guardian an der P250. Und das war es dann auch. Und ich denke, da wird man jetzt nicht allzu viel Gefahr ausstrahlen können und somit ist es für Navi immer noch möglich, ein 8-7 in dieser Halbzeit zu schaffen. Jetzt die Eco abfarmen, dann kommt man an die 5. Runde. Ja, und dann sind es noch 3 potenzielle Waffenrunden, je nachdem. Ja, und das passiert trotzdem in so einer Runde auch nicht. Also FaZe wagt auch in so einer Runde keinen Push und bleiben einfach ganz, ganz defensiv stehen. Stack in den Toilets natürlich auch eine absolute Variante, die du in so einer Runde spielen kannst mit den Pistolen da, um auf die kurze Distanz zu kommen. Und Sus könnte dem Ganzen zum Opfer fallen. Ja, der versucht hier Richtung Toilette auch ein bisschen Informationen zu bekommen. So, erstmal ist es Flamey, der da vorne geht. Erster Feld, zweiter hinterher. Rechts mal mit dem dritten. Jo, der wird disabled. Und dann passt das Aiming hier. Also, Simple hilft da auch noch ein bisschen aus. Easy peasy geklärt. Da wäre der Generalberg Frühling auch stolz gewesen. Bei FaZe. Wie die Toilette da weggewischt wurde. Nice. Ja, Toilette wird schön sauber gehalten. Ja, aber es ist natürlich trotzdem eine Falle gewesen, die hätte zuschnappen können. Auf jeden Fall, mit einer Flashbang oder so. Richtung lang. Ja, dann kommen sie an Waffen. Ja. Und Navi pusht nicht direkt hinterher und dann kann so eine Runde auch anders ausgehen. So, FaZe muss sich komplett runterkaufen, damit auch wieder die Gefahr, die vorletzte Runde dann nicht kaufen zu können. 4 Smokes hat man dabei und 5 Flashbangs. Und Flamey immer noch an seiner MAC-10, die hat ihm gerade schon ein paar Dollarchen beschert. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber kein einziges Helmchen ist da zu sehen bei FaZe. Und daher kann es auch ganz witzig werden. So, Electronic hat seine Lieblingsposition, der ist wieder an Kurz durch. Ja, er ist halt da, hat ein sehr gutes Feingefühl Richtung Kurz. Und er ändert auch sehr variabel seine Position. Aber was er halt wirklich als einer der Besten
auf dem Server kann oder auch allgemein auf Overpass, ist diesen Winkel halten Richtung Kurz. Das ist unglaublich, wie gut er diesen Winkel halten kann, mit welchen Reflexen. So, und jetzt kriegt Electronic die MAC-10 und ich glaube, da will man ihn auch als erstes vorschicken und am besten einfach Richtung Brücke und dann einfach drüber Richtung Wasser, mal gucken, ob er da durchkommt. Nico muss aufpassen und da ist doch auch schon Electronic, wird ja mal rausgenommen und am Ende können sie zumindest das Ganze so erstmal verteidigen, campen noch ein bisschen in den Smokes rum, Nico sucht da auch die Lücke, Edward nimmt den erst raus, Nico kommt hier nochmal in die Deckung, aber das Team rund auf Face, die brauchen noch ein bisschen, sind aber pünktlich da, um die Bombe rauszunehmen. 3 Sekunden Zeus, der letzte Verbleibende. Ja, wie stark ist das bitte? Absoluter Impact-Track, die Bombe da rauszunehmen. Hat natürlich die Runde ja schon entschieden, aber Nico auch schon wieder. Der tanzt einfach sehr, sehr gerne am Wasser und er überlebt da einfach auch gerne die ganze Runde. Und da konnten sie im Moment gerade nichts gegen machen. Ja, einfach sauber ausgespielt. Die Smokes genutzt, wie sie rein müssen und Kerrigan, nicht ganz gesehen, ob er da was sehen konnte oder ob er es quasi gehört hat und dann einfach reingeprefired hat. Auf jeden Fall die Bombe halt rausgenommen. Ja, wichtig. Also das gibt's nicht für Navi. Bleibt weiterhin bei 5 Runden. Der FaZe-Clan kann damit nochmal ein bisschen aufstocken, bekommt noch ein paar Waffen. Ja, inklusive nämlich 3 AKs, die sie mitnehmen können. Damit haben wir Navi in der nächsten Waffenrunde. Und das ist Runde Nummer 14. So, Geld ist immer noch bei beiden knapp. Also das ist wirklich so ein kleines, so ein kleiner Kampf um die Monetos. So, Navi geht nach vorne. Die Partie halt sehr ausgeglichen, das darf man halt auch nicht vergessen. So, Electronic steht da schon Richtung Kurz bereit, versucht wahrscheinlich jetzt die Information hier zu bekommen. Ah, so ein gutes Timing, aber Nico ist drauf und überlebt mit 22 KP. Na, hätte eigentlich auch fallen können, wenn nicht sogar müssen. So ist es jetzt der Vorteil für den FaZe-Clan. Und Navi muss sich da wieder ein bisschen umorientieren, schiebt da auch schon sehr, sehr stark über den Connector. Kann man natürlich gleich wieder schnell den Weg andersrum einschlagen. Und aufpassen, dass man sich nicht zu lange an der Mitte aufhält, denn Guardian, wenn die Smoke da fadet, kann absolut gefährlich werden. Und da kommt auch noch der zweite Spieler in die Toilets rein. Und wenn die gleich hinterher pushen kann, das natürlich böse werden. Ja, und da fällt die Bombe und das ist der Worst Case. Rain steht oben, nimmt sich Edward raus. Und Guardian macht noch ein bisschen Schaden. Sie wissen natürlich, dass Rain da oben ist, smoken jetzt die Bombe ein und können sie auch picken. Da nochmal 2 gegen 4. Kerrigan nimmt aber Flamey raus und jetzt müsste es simpel schon The God himself werden. Und das klappt nicht. 9. Runde für FaZe. Also die Mitte steht ganz gut bei FaZe, gefällt mir. Auch wenn die Rotation frühzeitig reinkommt, ist das Refrag-Verhalten da beim FaZe-Clan. Da kommt Navi nur sehr schwierig durch. Aber sie haben sich eigentlich ganz gut die Runden erkämpft. Theoretisch könnte noch eine Runde drin sein. Aber am Ende wird uns das Runde Nummer 15 erwarten. Ja, hier, das war super gespielt. Gutes Backup. Jeder macht seinen Kill. Und dann wartet Kerrigan in der Mitte, der mir bei dem Turnier eigentlich bisher ganz gut gefallen hat. Also klar, man darf nicht vergessen, sie haben gestern gegen Big Boot auf den Sack bekommen, aber einer, der zumindest ein bisschen Impact hatte in das Spiel von FaZe, das war Kerrigan, wenn nicht sogar der Einzige. Ja, Nico und Guardian waren es auf jeden Fall nicht. So, und jetzt mit ganz, ganz wenig, was sie da haben in der letzten Runde mit diesem Force Buy, geht's rauf gegen Nico, der sagt zweimal Danke, Olaf Meister hilft auch noch aus. Ja, und Simple und Edward, die beiden letzten Verbleibenden. Ja, und wie hätte das Ganze vielleicht anders ausgehen können, wenn in der letzten Runde Electronic den First Kill gegen Nico vielleicht bekommen hätte? Mhm. So verlierst du halt dann quasi 2 Runden in Folge. Ja, Edward, der darf jetzt nochmal ein bisschen schießen, aber richtigen Einfluss auf die Runde wird er jetzt damit nicht mehr nehmen. Und damit bereiten wir uns schon mal gedanklich vor auf eine Halbzeit 10-5 für den FaZe-Clan. Und ja, das ist natürlich schon mal eine Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Also der FaZe-Clan zeigt dir auf der CT-Seite solides Spiel. Gefällt mir wirklich sehr gut. Aber ich würde jetzt Navi noch nicht abschreiben. Also 5 Runden, das ist auf jeden Fall mit Comeback-Potenzial verbunden. Besonders, weil Navi eigentlich auf Overpass auch das stärkere CT-Team ist. Ob sie es jetzt auch ummünzen können mit einer gewonnenen Pistol-Round, die brauchen sie auf jeden Fall. Ansonsten meint das Leben verdammt schwer. Das wird gleich die Zeit zeigen. Also, damit haben wir eine ganz kurze Pause, bis es weitergeht. Und deshalb auch herzlich willkommen an unsere neuesten Subs, nämlich den Johnny88 und den Desorix. Also haut für die beiden doch nochmal eine kleine Ratsche raus. Also feuert die Modes raus, feuert die Heugabeln raus, ab ins Körbchen, Ratschen, alles rein in den Chat. Begrüßt die neuen 99ers hier auf 99 Damage beim Face It Major. Von mir aus auch das Big Logo, sucht euch aus, ihr seid freigewillt, alles rauszuhauen. Hauptsache, der Chat ist voll. Und jetzt gehen wir auch wieder voll rein in die Partie. Die Pistol Round, die, wie du schon angesprochen hast, so, so wichtig ist jetzt für Navi. Damit können sie sich wieder rankämpfen. Auf der anderen Seite für FaZe natürlich auch die Möglichkeit, hier ganz, ganz schnell auf 13 Runden zu kommen.
und dann natürlich nur noch drei Runden zu brauchen, um diese Partie potenziell dicht zu machen. So, und da sehen wir Electronic und die A-Deckung, die sich da auch sehr, sehr defensiv hält. Man will da auf keinen Fall irgendwo in den Toilet stehen. Man will die lange Distanz haben mit den USPs, ganz klar. Und es soll auch der A-Spot werden. So, mal gucken, wie weit der FaZe-Clan da durchkommt. Natürlich einen kleinen Vorteil, den Navi hat, ist natürlich auf lange Distanz mit der USP. Aber eine Glock kann natürlich dir sehr schnell einen Aim-Punch geben, dann hast du keinen Bock mehr. So, wo ist der Aim-Punch? Kommt noch nicht, aber sie können gut gegenhalten. Da ist der Aim-Punch, also Zeus noch mit 15 AP. Damit können sie eigentlich nur verlassen, dass lange wird. Oder die Flanke von Zeus, der ist jetzt komplett allein auf sich gestellt. Da versucht Simple nochmal die Backline reinzufallen. Macht zusammen, der kommt zweit, aber mehr gibt's hier nicht mehr. 3-2 Situation. Zumindest versucht man den Retake hier nochmal zu starten. Boah, wie viel Schaden davon Flame, wie verteilt wer war? Oh mein Gott, ist das knapp gewesen. 2-1 Situation. Edward, der letzte Verbleib, der war bekannt. Und er gewinnt nochmal das Duell. Ja, und Garrigan möchte nicht zurückschießen, schenkt dir den Frag. Und damit kommt Edward nochmal ins 1-1. Ich weiß nicht, ob ein Kid hier pickable ist. Ich glaube schon. Oh, er hat ihn nicht gesehen am Truck und er geht einfach durch. Oh, 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 oh. Wie frech. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Und jetzt gibt's das Ding in den Kopf. Ach, ist das ärgerlich. Ey, das war schlau gespielt von Guardian. Ja, er zeigt sich halt einfach nicht. Nee. Einfach Hide and Seek. Und am Ende gibt es eine Kartoffel in den Nacken. So, da sehen wir noch Rain, wie er da versucht durchzupushen. Eigentlich sehr schön gemacht. Also bleibt er da einfach stehen. Ja, ist halt, das ist halt frech gespielt. Absolut frech, aber schön absolut outplayed. Smart. Ja. Gut, wenn er gecheckt wird, blöd. Ja. Hashtag, Hashtag klug. Hashtag klug. Smartien. So, Simple mit seiner Scout, die auch die einzige Waffe, die man da hat. Ansonsten nur Pistolen. Und er piekt kurz rein, sieht nichts und zieht sich dann auch wieder vernünftigerweise zurück. Jetzt kann er vielleicht noch die Position an Lang einnehmen und damit der Scout was machen. Da wird er auch höchstwahrscheinlich ein Duell bekommen, wenn er das denn möchte. Aber man bleibt zu zweit in der Mitte. So, man versucht langsam bei FaZe aufzubauen. Macht sich keinen Stress. Man hat sowieso den Vorteil. Man hat auch schon ein ganz großes Investment, damit zwei AKs rausgehauen. Das darf man halt auch nicht unterschätzen und die will man auch ungern verlieren. Deshalb schickt man erstmal die MAC-10 hier vor. Da macht Guardian ein bisschen Stress zusammen mit der Smoke, die man da geworfen hat, um auch ein bisschen Raum für Navi abzublocken. Electronic da in einer sehr offensiven Position. Auch Edward hat es ja sehr weit nach vorne getraut. Und ansonsten wartet man, dass man vielleicht irgendwie den FaZe-Clan auf den kalten Fuß erwischt. Das Timing könnte nicht schlechter sein für Edward. Er kommt aber noch um die Ecke. Und damit wird ihm gleich ein blaues Wunder entgegenkommen und er wird einfach überrannt. Also wird aber nicht umgeschossen. Was ist das? Edward liegt mit 44 AP. Der hätte auf jeden Fall fallen können. Na, da wollte man so ein bisschen das Timing mit der Smoke in der Hand ausnutzen. Jetzt muss Rain halt in die Bresche springen. Edward wartet immer noch in der Smoke, wird immer noch gefreefired. Und da ist es Flamey zusammen mit Simple. Oh. Das sind wir mit seinem ersten Shot. Flamey legt nach. Und das ist absolut holbar hier gerade. Guardian aber auch nochmal. Und jetzt Electronic und Zeus noch am Start. Electronic nimmt die Bombe vom Window aus raus. Und es sind nur noch 18 Sekunden. Zeus pusht, das ist genau das richtige Timing. Und er nimmt Kerrigan raus. Damit nur noch Olaf Meister. Und diese Runde, die könnte an Navi gehen. Dieser Force-Buy könnte an die Ukrainer gehen. Ja, er muss sofort zum Legen gehen. Oh, ne. Jetzt ist vorbei. Oh, er hat die Bombe nicht. Er kann nicht mehr legen, das war's. Geh, Alter. Oh, das wünscht er noch gerade die Waffe. Ah, da liegt die Bombe nicht mehr in seinem Weg. Und er verkackt es. Ja, schade halt. Ist die nächste Runde für Navi. So, Edward da auch mit der neuesten Frisur. Da hat er bei der Booty Mode Tipps abgeholt. Na, aber auch die sehr, sehr starker Shot von Simple hier gegen die Kante. Also, die Runde gefällt mir auf jeden Fall. Hat Navi super ausgespielt. Ja, das ist so ein Vorgeschmack auf das, was sie auf der CT-Seite können. So eine kleine Nachricht an FaZe. Überlegt mal, wenn wir Waffen haben, wie das dann in eure Köpfe rein scheppert. So, FaZe jetzt auf der anderen Seite mit ihrem Force-Buy. Auch da ist eine Scout bei jemandem, der damit durchaus umgehen kann, nämlich bei Guardian. Eine AK ist auch noch da, die hat Nico in der Hand. Und Navi möchte da erstmal Raum ausschließen. So schon mal erstmal kurz gegengegangen. Und FaZe kommt über den Connector mit Nico natürlich an der AK. Edward, ja, auf lange Distanz mit der MP9 wird er hier den Nachteil haben, wenn Nico gleich pieken sollte. Aber sie wollen erstmal nach oben. So, und denkt dran, wir haben später noch Mausboards. Da denke ich nur dran. Oh ja, das wird genau das. Eigentlich schön geprefired. Einfach auf Kommando. Tür auf, schießen. Klappt aber nicht ganz.
Aber Edward macht es auch genau richtig. Bleibt jetzt defensiv, hat die AK natürlich auch gehört. Und so einfach Navi gar nicht erst, FaZe gar nicht erst die Möglichkeit geben. Ja, und so 50 Sekunden. Wie immer sehr, sehr abwartend. Gerade Navi auf CT wird da den Teufel tun, irgendwo zu pushen. Ja, und Simple klassische Info-Jumps an der Kiste, die er jetzt wahrscheinlich noch lieber hat als vorher. Boah, und Simple geht aber doch sehr, sehr offensiv. Hat da keine Deckung außer die Smoke. Electronic bekommt hier den Langfrag und damit kommt nur noch Pressure über die Mitte. Simple hat da auch schon genug gesehen, aber Electronic fällt dann lang und auch Simple fällt. Und damit muss Zeus jetzt hier was machen. Die Nate, er haut den Bombenblätter mit der Nate weg. Na, wunderbare Artillerie, 18 Sekunden noch auf der Uhr. Nico versucht natürlich jetzt irgendwie die Flanke hier freizuhalten, zumindest irgendwie die Smoke abzucovern. Bombe kann geplantet werden. Ah, da greift Zeus schon von der Seite ein. Damit Nico, ja, er macht das gleich wie Guardian, bleibt nämlich hier einfach am Optimus Prime stehen. Und ist bereit. Aber wird hier einfach von Edward umgebolzt. Und damit können sie im Retake spielen. Navi holt sich die nächste Runde. Die brauchen nicht mal das Dev-Kit. Dafür ist mehr als genug Zeit. Da kann nämlich auch noch ein bisschen geupgradet werden. Nämlich die MP9 weg. Dafür gibt es eine AK. Dafür gibt es eine AK. Ja, und damit eine grundsolide Runde für Navi, die natürlich auch FaZe jetzt in die Eco-Runde schicken. Und damit natürlich eine Folgerunde möglich. Und so ist das passiert, was wir gedacht haben, dass Navi zurückkommen kann. Aber sie schaffen es sogar ohne Pistol Round. Ja. Weil sie einfach es schaffen, den Forceball in der zweiten Runde dicht zu machen und auch sofort nachzulegen. Ja, das ist wichtig. Und das macht gerade so Navi aus, dass sie halt aus jeder Situation auch wieder zurückkommen können. Das haben wir gestern auch schon gegen Astralis gesehen. Dass sie immer wieder versuchen, auch den Schalter umzulegen. Und damit auch den Gegner unter Druck setzen. So, jetzt heißt es mit dem FaZe-Clan. Erstmal den sauren Apfel beißen und natürlich auch etwas Kohle sparen. Man versucht mit der Flashbang vielleicht irgendwo gleich auch zu explodieren. Vielleicht Richtung Mitte. Electronic macht da auf jeden Fall schon mal genug Stress. Er hat auch nur die MP9. Also Geld farmen, das muss sein bei ihnen. Ja, geht auf jeden Fall sehr, sehr offensiv. Aber jetzt, wo er auch merkt, er bekommt da keinen Frag. Hat aber trotzdem ein bisschen Schaden gemacht. Geht er auch zurück. Simple hat sich da auch schon eine fünfte Position gesucht. Trotzdem ist es Electronic, der hier den ersten bekommt. Und Simple kann da eigentlich stehen bleiben. Hat den Support von Zeus noch aus den Toilets. Und der einzige Weg, der frei wäre, wäre erstmal lang, um da Richtung Spot zu kommen. Aber ich denke, bald wird sich Navi wieder auch zurückfallen lassen. Und das passiert jetzt. Simple bleibt da noch stehen. Und da wird man gleich auch den Blick Richtung lang haben. Und damit FaZe eine weitere Option natürlich nehmen. Und Simple bleibt einfach an der Smoke stehen. Und das kann richtig, richtig eklig werden. So, Simple zieht sich aber hier pünktlich zurück. So, jetzt geht's hier durch. Oh, der Schaden ist halt schon immens. Einen nimmt er noch mit, hat das Kreuz mit Zeus aufgebaut. Easy peasy, Lemon Squeezy. Er bekommt Zeus noch einen ab, aber Simple kümmert sich um die Hauptarbeit. Aber genau das ist das. Man darf es halt in so einer Runde nicht riskieren, irgendwie close an der Smoke zu stehen. Sowas kann extrem schnell nach hinten losgehen. Deshalb zieht man sich dann zurück, bevor die Smoke fadet. Und dann hat man eigentlich den absoluten Vorteil. Und dann lässt man bei Navi nichts anbrennen. Die Rifles einfach hier das Maß aller Dinge auf Overpass, besonders über die langen Distanzen Richtung Toilette und Park. Ja, und damit rein in die nächste Runde, in Runde Nummer 20. Jetzt gibt es auch wieder Waffen für den FaZe-Clan und AWP für Guardian, der bis jetzt schon mit 22 Frags hier deutlich, deutlich besser performt als noch im Spiel gegen Big. Aber für ihn ist halt auch Overpass eher eine Homebase als das 2. Wobei er auch krasse Spiele auf das 2 früher hatte. So, jetzt der Boost hier von Nico. Und das ist gar nicht verkehrt, wenn man überlegt, wie offensiv Navi auch in den letzten Runden da war. Zeus hat da gejumpt, aber auch natürlich bewusst, hat damit die Shots getriggert und weiß jetzt genau das, was im Connector steht. Da muss Nico weg. Da wurde er schon gesehen. Kommt den ersten Schaden. Hat das gerade keinen HP abgezogen? Nee, das ist vorne. Ja, das hat nichts abgezogen. Okay. Ja, und Zeus, der weiß genau, was jetzt abgeht. Der könnte mit dem Spray beide kriegen, aber irgendwie will da keine Kugel mehr rein. Und so überlebt Kerrigan das Ganze. Und Edward wartet da schon an der Tür, geht jetzt aber auch wieder zurück auf den Spot. Und FaZe hat zumindest den Connector. Und dann soll es doch höchstwahrscheinlich auch gleich Richtung B gehen. Und man hat auch noch genug Utility. Zumindest diese Smoke an B wird jetzt nochmal gut verzögern. Aber es sind auch noch verhältnismäßig viele Sekunden auf der Uhr für Overpass. Und wenn die Smoke fadet, dann können sie dann nur noch einen Molotov werfen und das war's. Ja, noch über die Tür eine andere Alternative suchen, Richtung B drauf zu kommen. Edward hatte eigentlich eine ganz geile Position. So, hat immer noch die Deckung, dass er gepusht wird. Aber da passt Guardian auf. Das ist so wichtig, dass Guardian da aufpasst. Somit geht es jetzt nach vorne. Ein Spieler weniger. Flamey alleine auf sich gestellt. Natürlich die Rotation auf von CT. Richtung B ist halt super schnell. Wenn Flamey da extrem viel Zeit rausholt, sind Electronic und Simple eigentlich dann die weltbesten Spieler der Welt gegen den FaZe-Clan.
Und man versucht hier sein Bestmöglichstes, nochmal irgendwie die Bombe zu verhindern. Electronic hilft aus. Simple weiß, dass noch eine Richtung Side ist. Electronic hüpft einfach nach oben. Uiuiui. Simple mit dem guten Backup trotzdem. 1-gegen-1 Situation. Da war man sich nicht ganz einig, wie man das Ganze ausspielen will. Simple muss jetzt hier das Duell gegen Kerrigan suchen. Hat er noch eine Granate? Auf beiden Seiten keine Granaten mehr. So, Simple sucht den langen Winkel. Der müsste natürlich irgendwann anfangen zu diffusen. Das muss genau jetzt in dem Moment passieren. Er diffust einfach durch. Traut sich Kerrigan umzugehen. Boah, das kann nicht wahr sein. Geht rum. Oh! Was? Er setzt halt echt bei 0-1 nochmal ab. Alter, der konnte nicht mal abdrücken. Hast gesehen? Ja. Der konnte nicht abdrücken, weil er noch diffused hat. Und dann musste er erstmal den Diffuse abbrechen. Und dann hat er abgedrückt. Also das hätte eigentlich ein Kill für Kerrigan sein müssen. Er hatte gefühlt eine Sekunde Zeit, ihn da zu töten. Da sehen wir es nochmal. Guck dir an. Ja, also. Das ist halt GG, Alter. Ah, Mann. Ja, und damit eine weitere Runde für Navi. Und FaZe bis jetzt nur eine Runde auf der T-Seite geholt. Ja, und da wäre es auch Zeit für ein Timeout. Vielleicht ist das gerade schon ein Timeout. Ich ja. Der Coach da gerade redet, ich glaube schon. Mhm. So, Roman gibt da direkt mal Impact. So, da können wir auch direkt den neuen 99er hier begrüßen, die Buddy HD. Der ist schon 2 Monate da, also herzlich willkommen. Welcome back bei den 99ers und ich hoffe, wir werden noch ganz viel Spaß zusammen haben. Begrüßt den Buddy, welcome back hier auf 99 Damage. Also, ein paar Ratschen raushauen, gibt ihm ein paar Herzen. Und von mir aus könnt ihr ja noch knuddeln, was auch immer. Sucht euch aus. Ein Kuss-Emote fehlt uns so irgendwie ein bisschen. So ein Kuss-Emote. Da, oder schöne Herzen. 99 Herzen. Das wäre natürlich auch noch der nächste Schritt. Der wird aber definitiv natürlich irgendwann auch gegangen. Anders geht's nicht. Simple, der ist wild geworden. Und im Vorbeispringen bekommt er da Kerrigan. Entry-Frag nach ein paar Sekunden. Aber Guardian kann refraggen. Kriegt den Frag Richtung Monster. Molotov vorher noch geworfen vom Flame. Deswegen konnte er auch schlecht zurückschießen. Und jetzt können sie aber durchbrechen. Und der B-Sport, der ist nicht sehr gut verteidigt aktuell. Eine Smoke da jetzt noch Richtung ABC, aber der pusht sowieso nicht. Es ist nur Edward im Wasser. Und wenn der jetzt keinen bekommt, er bekommt einen, wird sofort gerefragt. Absolut in Ordnung für Navi. Und es ist noch Zeus, der wird auch noch von der Smoke versteckt. Und damit können sie den Plant bekommen. Olaf Meister da auch mit einer ekligen Position. Wird da, denke ich, auch den ersten auf jeden Fall bekommen. Ja, Simple, er hat jetzt auch Scopen gehört. Ja, Nummer 1 und Nummer 2 nicht. Electronic kann refragen und damit doch noch 2 gegen 2. Zeus geht jetzt vor und Nico über kurz. Was können sie machen? Können sie das Ganze aufhalten? Angefused, würde ich fast schon sagen. So, und jetzt Nico. Was kann er machen? Er schießt beide noch an. Ah, aber Zeus beendet es. Siehst ihn unten, wie er gerade die Hand vors Gesicht macht und sagt so, oh nein. So gut. Uai. Ja, schade halt, ne? Ja, schade halt. Na, machst halt nix. So, da darf man sich aber nicht unterkriegen lassen. Man muss hier dranbleiben. Ah, Simple in der Mitte. Was für ein Schatten schon wieder von Simple. Ey, da kommt der GoTV nicht mal hinterher. Was ist das? Also. Zeus da wieder im Tunnel, meine Freunde. Ja, und Navi legt weiter nach. Es ist immer noch nur die Pistol Round, die sich FaZe hier sichern konnte. Du hast ja in der Halbzeit auch schon angesprochen, wie stark Navi auf der CT-Seite ist. Ja, und FaZe beißt sich hier richtig, richtig ein aus. Wenn wir die Pistol Round jetzt mal ausklammern, dann gibt es hier überhaupt keine Spiele gerade für den FaZe-Clan, gegen Navi auch ist. Ich bin gespannt. Also Navi hat hier bisher komplett die Hosen an auf der CT-Seite. Klar, die Runden, die ich trage keine Hose hier, wenn ich caste. Also Navi, man muss sagen, für beide Teams sind die Runden sehr, sehr knapp. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also der FaZe Clan hat nicht viel Equipment auf CT-Seite durchgebracht. Auch für Navi ist das jetzt gerade nicht das Schlaraffenland, wenn es darum geht, Geld anzusammeln. Von daher kann hier mit einer Runde auch schnell wieder das Geld auf die andere Seite kippen. So, und Navi hat da wirklich auch ein Problem. Ja. Da müssen sie aufpassen. So viel Geld ist nicht da. Ja, aber aktuell, wie sie gerade draußen mit dem Momentum, auch gerade von dem Simple, können ihnen da auch die Runden irgendwann leicht fallen. Und FaZe, gerade auch wegen den knappen Runden, ist vielleicht irgendwann einfach so frustriert, weil es nicht funktioniert. Sie haben natürlich noch ein paar Timeouts, um sich da nochmal ein bisschen zu besprechen. Aber dieser große Vorsprung, den sie rausgespielt haben, der ist natürlich schon weg. Und so irgendwann muss diese Runde fallen, weil viele Waffen rauszunehmen und damit das Geld niedrig zu halten, bringt dir halt nichts, wenn nicht irgendwann mal was Zählbares dabei rausspringt. So, und Simple mit seiner AWP am A. Den willst du eigentlich gerade nicht chasen, aber irgendwo musst du ja angreifen. Keine AWP als Pendant dazu bei Guardian, bei FaZe. Und damit mal gucken, was Simple da machen kann.
20 Sekunden. Jetzt muss es langsam aber sicher mal drauf gehen. Oh, die Smoke noch abwarten und dann gehen wir doch vielleicht langsam mal los. Electronic pusht durch und erwischt Guardian noch mit einer Nate in der Hand. Ja, ich weiß nicht, was die erwarten bei 15 Sekunden. Bombe liegt da jetzt ein bisschen rum. Rain kommt da, kann sich die Bombe nochmal picken. Rain nimmt den nächsten raus. 4 Sekunden, sie können nicht mehr legen. Und das war's. Jo, da brauchen wir aber nicht mal reinzuschmeißen. Warum warten die denn da 3 Jahre? Ja, leider, leider. So, jetzt versucht man hier nochmal Edward, dass er da vielleicht den letzten rausnehmen kann nach der Zeit. Nice try, hat am Ende aber nicht funktioniert. Das heißt, man verliert nochmal einen Spieler extra. Und guck mal auf Electronic. Die Zeit, 15 Sekunden ja. oder 12 Sekunden holt er da die Smoke raus. Boah, Electronic geht halt mit der Nate rum. Flashback unter KI hinterher. So, nochmal schießt er kurz seinen eigenen Mate noch an. Aber am Ende ändert das hier nichts. Es gibt einen taktischen Timeout von den Jungs. Von FaZe also nochmal die taktische Pause, um sich hier zu fokussieren, um eine Antwort zu finden gegen das CT-Spiel von Navi, was doch gerade unglaublich stark ist. Also es war gerade zu einfach für Simple und Electronic da Richtung A-Side. Ja. Da hat man zu viel Zeit verstreichen lassen. Dann können wir uns aber noch bedanken bei DotaGore89. DotaGore. Ja, also Dota-Spieler auch hier immer herzlich willkommen. Ja. Auch bei Counter-Strike. Und der Happiness TGB. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei den 99ers. Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr genießt mit uns ja noch das CSGO-Major und natürlich die Zeiten, die danach kommen. Wir haben noch super viel Counter-Strike. Zum Beispiel, es gibt noch die ESL One New York eine Woche später, Epicenter. Danach haben wir noch die Plus Pro Series. Und wir haben die 99-Damage-Liga. Die 99-Damage-Liga wird übertragen. Also hier ist volles Programm. Könnt ihr euch freuen. Und am besten top informiert seid ihr natürlich auf 99damage.de. FaZe Clan im Forceby. Ja, FaZe Clan im Forceby. Ja, und über den Max Loser müssen wir natürlich nicht mehr reden. 11:11 jetzt. Und damit können sie nächste Runde natürlich auch wieder kaufen, so wie eigentlich jede Runde. So, und jetzt erstmal Toilets ausschließen. Da werden sie aber nichts finden. In dieser Runde lässt man die Toilets einfach komplett offen. Und Navi jetzt generell schon in den letzten Runden sehr, sehr defensives Halten da am A-Spot. Aber zumindest sind sie jetzt schon mal zu einem frühen Zeitpunkt des Spiels an Langforder. Das macht mir schon mal Hoffnung, dass die Zeit dieses Mal keine Probleme machen wird. Aber man muss halt immer noch Simple da chasen und Electronic. Und das sind natürlich die beiden gefährlichsten Biester, die du überhaupt fast auf Marsport auf Overpass gegen dich haben kannst. Electronic wieder in dieser Ecke. Oh, das ist die Flashback, hat perfekt rein. Electronic da mit dem Spraydown. Nochmal hinterher. Wird aber hier von der Seite überprüft. Zeus ist aber am Start, um da ihn zu rächen direkt. Damit Guardian sucht nochmal die ganz, ganz kleine Lücke. Und der A-Spot ist einfach hier nicht einnehmbar. Der ist für FaZe tabu, meine Freunde. Ja, also da gibt es gerade wirklich nichts zu holen und Navi spielt sich da auf dem A-Spot auch ein bisschen in Rausch. Flammy grüßt dann auch nochmal. Ja, also vielleicht müssen sie sich da langsam ein bisschen was überlegen. Das ist also die Frage, was besprechen sie in ihrem Timeout im Endeffekt? Sah der Go da nicht so gut aus? Klar, diese Flash, die Electronic da erstmal die Eröffnung ermöglicht, ist natürlich auch fies. Ja, die war super geschmissen. Aber zumindest sind sie diesmal nicht in Zeitbedrängnis gekommen. Ja. Also man versucht so ein bisschen den Tempowechsel vorzulegen, aber auch hier gegen Navi gibt es da keine Antwort. Einfach auch diese schnelle Rotation, die man bei Navi da einleiten kann, dass Zeus direkt als Backupper da ist und dass Simple und Electronic da direkt instant das Kreuzfeuer halten können, da nichts anbrennen lassen, ist für FaZe gerade ein Riesenproblem. Und die gleitet gerade die Partie komplett aus den Händen. Nicht mal die Flashbang kommt hier an, da hat Simple kein Problem, trifft zum Glück für FaZe diesen Spieler nicht, der da gerade gecrossed hat. Also es hätte auch wieder eine bittere Öffnung sein können, dass FaZe direkt instant mit einem 4 gegen 5 hier steht. Ja, und dann wäre der Tilt auch langsam real, wenn solche Sachen auch noch passieren. Ja, und FaZe wirkt so langsam aber sicher ein bisschen ideenlos. Sie beißen sich da ein bisschen, sie beißen auf getrocknetes Brot, auf hartes Brot. Es geht da einfach nicht durch. Da können sie beißen, wie sie wollen. Und in diesem Fall zumindest mal der Entry-Frag. Also, sie sind nicht wirklich auf B draufgekommen, sind nicht wirklich auf A draufgekommen. Und C gibt es leider noch nicht. C wurde noch nicht aufgemacht. Da müsste erst die Rampe runtergefahren werden am Kanal. Zweite Etage. Ja, und jetzt will man mit der Bombe mit einem Spieler noch dabei Richtung Monster von Flamey. Der geht da einfach durch und holt sich Guardian. Und wenn er auch noch Rain bekommen hätte, dann wäre die Runde in dem Moment wahrscheinlich schon vorbei gewesen. Simple, der zielt auch ab. Der ist überall mal auf A, mal auf B. Jetzt zieht er den Monstergang ab. Jetzt ist er Richtung kurz. Electronic kann den Anschluss von Simple da auch noch mit einer Nade vollenden. Ja, 30 Sekunden. Smoke wird nochmal nachgelegt. Jetzt könnte man über kurz kommen oder man geht immer den Connector hoch. Damit macht man natürlich das zeittechnisch wieder schwierig, wenn es denn jetzt Navi schafft, dann nochmal zu verzögern. Aber aktuell der A-Spot da komplett nackig. Ja, und Nico nimmt auch direkt wieder die Position am
Truck ein. So, da keine Probleme. Zweiter direkt in der. Da haben wir doch echt mal Nico, der uns zeigt, wie das Spiel hier funktioniert. Schöner Double Frag von ihm an der AK. Und simpel. Tja, die Frage ist jetzt, willst du direkt safen gehen? Ja, scheinbar eigentlich ist schon. Das sein Plan. Gucken wir aufs Geld. Nachkaufen auf jeden Fall möglich, ja, bei Navi. Aber der AWP, ja, wenn du sie mitnehmen kannst. Also da jetzt nochmal hochzugehen, ist natürlich ein kleines Himmelfahrtskommando. Er hätte auch keine Granaten mehr dabei. Und von daher geht er zurück und sichert seine AWP. Nimmt da nochmal ein paar Granaten mit. Also gerade nochmal ein Kit, eine Flash und einen Molotov eingepackt. Also auch das ist natürlich nochmal ein kleines Leckerli, was da am Wegesrand auf ihn gewartet hat. Und gechased wird er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr. Also, es ist noch nicht zu Ende. Der Festland kann sich hier eine Runde holen. Ja, aber zu welchem Preis? Das ist die große Frage. Können sie direkt hier ihre Story weiterführen, dass sie auch hier dranbleiben? Jetzt vielleicht an Navi auch wieder vorbeiziehen? Oder kann Navi direkt sagen, okay, das war ein Ausrutscher? Es war auch sehr aggressiv gespielt. Sie haben jetzt mal was anderes versucht bei Navi, dass sie halt durchflächen und versuchen, B einzunehmen. Das ist natürlich mit Risiko behaftet. Und am Ende reicht es halt nur für einen. Und dann gehst du halt automatisch in den Nachteil. Wenn du 4 gegen 4 spielst, hast du auf der T-Seite immer einen guten Vorteil. Ja, und diesen Vorteil erstmal rauszuspielen, ist natürlich die Challenge, die sie ja jede Runde haben. Ja, und man muss nochmal den Timeout jetzt hier wagen. Ist das der letzte? Ich glaube, es ist der letzte für FaZe. Ja, ich glaube. Der dritte oder der vierte ist es auf jeden Fall. Ja, und da schwitzt ein Nico. Und das heißt schon ein bisschen was. Oh ja. Da wird die Hand geschakt. Ja, ist der letzte Timeout für den FaZe Clan. Ja, und sollten wir nochmal eine Overtime bekommen, dann ist da nichts mehr vorhanden. Mhm. So, Navi jetzt resettable, aber auch FaZe ist resettable nach dieser gewonnenen Runde und damit geldtechnisch eine sehr, sehr wichtige Runde. Und Doppel-AWP wagen sie jetzt sogar, Simple und Flamey. Und das ist ja sowas von brandgefährlich, wenn die Ukrainer das auspacken. Je nachdem, wo sie die jetzt auch einsetzen. FaZe jetzt hier gegebenenfalls auch noch mit einem kleinen Tempowechsel, aber da wird nochmal abgebrochen. Na, die Doppel-AWP auch bei Flamey in guten Händen. Er für mich eine sehr solide zweite AWP. So. Ja, definitiv. Eine der besten Zweit-AWPs, die es vielleicht sogar gibt. So, Smoke kommt Richtung kurz rein. Damit hat FaZe den Raum erstmal für Lau bekommen. Ein paar Granaten werden rausgezogen. So, und Flamey übernimmt den B-Spot. 4 Leute, die das Ganze schon abdecken. Also sie haben echt Schiss, dass der FaZe-Clan Richtung B explodiert. So, die Nate kommt nicht wirklich an die Breite nochmal an der Kante ab. So, er soll es jetzt vorgehen. Oh, Olofmeister bleibt an der Kante hängen. Okay, alles klar. Das heißt, das Zeitfenster hat er verpasst mit der Flashbang. Weiß natürlich, dass rechts einer sitzt. Man würde da gerne rauskommen, aber die Position ist eigentlich so gut wie weg. Da muss einfach nur gegengehalten werden. Und das packt die Edward nicht. So, Flamey wird zurückgedrängt. Nochmal die Flashbang, um ein bisschen mehr Zeit rauszuholen. Aber da traut sich auch keiner wirklich bei FaZe raus. Sie haben ihre Öffnung bekommen. Damit eine 4 gegen 5 Situation. Richtung A ist bisher noch gar nichts passiert. Und man wartet auch weiterhin vor B ab, um hier durchzubrechen. Aber bereitet die Granaten vor Guardian, damit ist Smoke in der Hand und damit ist eigentlich schon klar, dass es jetzt auch gleich losgehen soll. Klar, muss es auch. 30 Sekunden auf der Uhr und Zeus geht vor an kurz. Und wenn jetzt auch noch Flamey den Shot bekommt, ja, dann war es das in der Runde. Also der Weg nach oben, der wird nicht mehr zum Blend führen, der wird höchstwahrscheinlich zum Safe führen. Na, jetzt müssen sie Gas geben. Es gibt noch einen Weg nach vorne im 3 gegen 4. Und da wartet Flamey. Nummer 1 ist. So, Molotov kommt rein, kann weiterhin aber so ein bisschen auf den Winkel Richtung Pillar halten. Hat das Backup von seinem Spieler super gemacht. Da machen sie halt gar nichts und Flamey macht ja easy peasy das 3K. Tanzt da rum wie ein Samba-Tänzer um den Pillermann. Und damit ist die Runde hier für Nachwuchs einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte fast damit gerechnet, dass FaZe sogar zu dritt dann zu dem Zeitpunkt des Spiels saven geht bei 20 Sekunden. Ja. Weil es halt einfach geldtechnisch so eine wichtige Runde war, dass diese drei Waffen, die sie hätten noch mitnehmen können, ihnen jetzt sehr, sehr gut getan hätten. So sind sie nochmal in Flamey reingelaufen, die drei Waffen verloren und jetzt eine Fullspar und damit könnte Navi an Runde Nummer 14 rankommen. Das heißt, könnte, es wird sehr, sehr wahrscheinlich passieren. Und damit hat Navi hier mal ein sehr, sehr sahniges Comeback hingelegt. Mhm. Und jetzt scheint hier erstmal gar nichts zu laufen, oder doch? Ja, nee, sieht nicht so aus. Ein kleines Problem, so wie es aussieht. Na, da werden nochmal die Probleme vorgetäuscht. Naja, dann können wir uns nochmal bei ein paar Leuten bedanken, zum Beispiel beim Nightwax.
Fortnite Wax 87. Vielen Dank für deine Subscription mit Twitch Prime und herzlich willkommen hier bei 99 Damage und natürlich auch den Sharpshooter 0815. Auch an dich ein herzlich willkommen. Alle beide mit Twitch Prime, und wenn ihr euch Twitch Prime mal anschauen wollt, das ist eigentlich eine sehr coole Aktion von Amazon, weil das gehört ja alles zusammen. Wenn ihr Amazon Prime besitzt, könnt ihr hier, es geht glaube ich sogar weiter, oder? Geht es jetzt weiter oder nicht? Ich glaube, es ist eine taktische Pause nochmal, by the way. Ich wollte es nur mal erwähnen. Also es scheint jetzt wirklich weiter zu gehen. Also Navi hat auch nicht so die Anstalten gemacht wie Face, dass es hier nicht weitergehen soll. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da einfach nur Zeit ablaufen. Also es macht keinen Sinn. Ja, die haben halt nochmal eine taktische Pause gezogen. Das kann natürlich auch sein, dass sie so gemacht haben. Ja, und jetzt laufen sie einfach Richtung lang rein. Ja. Also anders, also ja klar, die werden die Zeit wahrscheinlich dafür genutzt haben. Anders macht es keinen Sinn. Ich hätte vielleicht noch denken können, dass sie da auf dem Last Call vom Admin oder so warten, dass sie wirklich, aber nee, das war nicht Nico der Fall. Nico hat nochmal sich gerade hingesetzt. Na gut, in der Runde war es ihnen dann auch egal, selbst wenn da Räume eingenommen werden würden. Man setzt halt alles auf eine Karte. Man will hier die Overtime verhindern, das 14-12. Der Faceclan geht jetzt nochmal mit Waffen hier an den Start. Und das ist vielleicht die letzte Chance mit Waffen, nochmal zumindest irgendwie Navi in die Knie zu zwingen, die ja gerade echt eine solide CT-Seite runterspielen. Muss man einfach erwähnen, sie kommen halt wirklich nicht auf A oder B drauf. Da gibt es bisher kein Durchkommen. Eine Elektronik funktioniert super, wird supported ohne Ende mit Flashbangs und Smokes. Du hast auf B wirklich ein sehr gutes Setup mit Flamey und einer sehr schnellen Rotation. Und es klappt wirklich wie aus einem Guss bei Navi. Also der Faceclan hat hier wirklich Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie Raum zu bekommen, wenn es dann Richtung Spot geht. Und was ist da denn passiert? Hat er da seinen Mate angeschossen oder hat er da eine Granate abbekommen? Ich wüsste nicht, wo die Granate hingeflogen sei. Seine hat die irgendwie vorhin am Spielplatz dann noch bekommen. Ja, und Face muss jetzt gegen diese starke Deckung, die du angesprochen hast, mit ganz, ganz wenig Ausrüstung ran. Also eine Smoke ist es jetzt bei Rain und damit muss man irgendwie handeln. Tracking Zeus saß in Electronic. Ja, der ist schon vorgepusht in der Mitte, der dreht sich einmal um. Och, da kommt ja was aus dem Connector raus. Die beiden, die nehme ich auch nochmal mit. Und dann bleiben nur noch Garrigan und Guardian. Und das heißt, 15. Runde, sehr, sehr wahrscheinlich für Navi. Mhm. Wenn hier nichts mehr passiert, die Bombe liegt da auch noch an den Toilets. Und Garrigan ist da komplett durch. Also sie lassen den B-Spot da auch komplett offen. Sie wissen natürlich, wo die Bombe ist. Jo. Und Edward zielt einfach nach hinten ab. Und dann ist hier auch gleich Feierabend. Ja, dann ist es auf jeden Fall schon mal die sichere Overtime für die Jungs von Navi. Sieht nicht gut aus für Face. Ja, und in der letzten Runde haben sie natürlich auch nicht allzu viel Geld. Um genau zu sein, sehr, sehr wenig Geld. Alle roundabout 2,5k hier mit dem Dreier-Loser-Bonus war es, glaube ich. Ja, ist nicht so geil für den Face-Clan. Also, Navi dominiert hier einfach Halbzeit Nummer 2, muss man einfach sagen. Eine Runde am Anfang, die Pistol Round. Das war echt ein Anschuss vom Mate. Die ging an. Ja, das war der Anschuss. Die haben sich irgendwie angebildet, als es runterging. Einer hat nach hinten abgedeckt, absolutes Kommunikationsproblem. Ja. Eine Runde, die Pistol Round haben sie geholt und dann zwischendurch nochmal die Bombe gelegt. Also es die sie natürlich auch resettet nicht, hat. Dann. Ja, es sieht echt nicht gut aus für den Face Clan. Schauen wir mal, Navi spielt hier echt eine solide Partie runter. Und ist ja meiner Meinung nach auch verdient auf 15 Runden. Ja, auch absoluter Kampfgeist, sich da nochmal so ranzuspielen. Ja, und Face probiert es jetzt mit ganz viel Karacho, mit 4 Mann. Einfach mal irgendwie was auf lang probieren. Zeus checkt da ein bisschen ab, sieht jetzt einen rüberspringen, hat damit auch die Informationen, springt nochmal ein bisschen weiter. Jetzt der Molotow direkt hinter die Smoke. Ja, und damit hat man zwar erstmal lang, aber man ist halt auch bekannt. So, Nate schlägt nicht wirklich ein. Simple ist natürlich weiterhin ja auch auf dem Spot. Der hat Support von Electronic und Zeus. Das ist halt einfach der Todesspot. Ja, man versucht es jetzt nochmal Richtung A, irgendwie mit einem Durchbruch. Er hat dann noch eine Smoke dabei, die jetzt so ein bisschen den Raum abblockt, dass man da keine Einsicht bekommt. Das heißt, man kann sich schon mal ein bisschen aufbauen. Und dann will man hier einfach explodieren. 2 Molotovs, 2 Flashbangs. Der Traum ist immer noch real, um Navi in die Knie zu zwingen, aber da hat Zeus einfach keine Lust drauf. So, der Entwicklung lang, das Ganze sauber. Viel zu solide runtergespielt von Navi. Und diese Spots stehen einfach wie eine 1 bei Navi. Das gibt's doch nicht. Und das war's. 16-12. Das war einfach eine wirklich fast perfekte CT-Hälfte von Navi. Wirklich nichts anbrennen lassen. Face einmal die Möglichkeit gegeben, auf den Spot drauf zu kommen. Und halt eine Pistol Round. Das war's. Mehr gab's da nicht für Navi, für den Face-Clan zu holen. Das war absolut kaputt geblockt. Obwohl man natürlich beim Stand von 10-5 eigentlich gedacht hätte, das muss für den Face-Clan möglich sein. Als dann auch noch die Pistol Round für Face gefallen ist, 11-5, man mit den beiden Folgerunden dann auch noch rechnet. Ja. Ja, aber Navi sagt nö. Wir spielen jetzt einfach eine fast perfekte CT-Seite und holen uns hier Overpass.
und Face geht 0-2. Wer hätte das vor diesem Major gedacht? Das ist korrekt. Also, Face immer noch vom Individuellen auf dem Blatt Papier eins der stärksten Teams und eigentlich auch immer für die Playoffs gesetzt. Eigentlich immer. Mir fällt nicht ein, wo Face nicht mal für die Playoffs gesetzt war. Seit dem Line-Up auf jeden Fall. Genau, und immer. Auch der Verteidiger mit dem Inter Grand Slam, das darfst du halt auch nicht vergessen. Sie haben drei Siege für den Inter Grand Slam gehabt, mussten jetzt einen abgeben, weil sie das letzte Turnier, die T-Mac Master, nicht gewonnen haben und sich dann hier kurz davor die Million Dollar auch noch zu gewinnen. Ja, mit dem Grand Slam, da hat sie ja Big noch schön Schnäppchen geschlagen. Ja, also damit ist es für Face jetzt erstmal ein richtiger Schlag ins Gesicht und mal gucken, genau, wen sie dann begrüßen dürfen. Mhm. Und das heißt für den Face-Clan, wenn es hart auf hart kommen sollte, sie müssen auf jeden Fall am letzten Tag das BO3 spielen. Ja. Das ist vielleicht für sie nochmal ein Vorteil, würde ich sagen. Ich denke, für Face ist es auf jeden Fall ein Vorteil, gerade auch aufgrund des Map-Pools, je nachdem, wen sie dann halt auch als Gegner potenziell hätten, sollte es denn auch so weit kommen. Genau, und jetzt haben wir natürlich noch die Kracherpartie am Ende, aber jetzt mal das Interview. Na'Vi, joined by Electronic and Simple. So as the guys said on the desk earlier, this is a crazy 0-1 matchup. Were you feeling the pressure coming into this? Yeah, of course we're feeling pressure because first of all, our first game was against Astralis, now against FaZe. So, you know, sometimes you feel if you're gonna lose, who's gonna be next? So, especially when we are losing two pistol rounds and we're still doing a comeback, it's a great feeling for our team. Yeah, that was an incredible comeback. I just want to briefly talk about that game with Astralis. That was such a close game. What were you focusing on coming into this? На что ты обращал внимание на этот турнир? А, на этот турнир? I mean, like, on Astralis game, yes, you mean? Yeah. Of course, everything was depend on economy at the end. So that was really important. I hear they saw that we are doing stacks, but it depends on information that we had at this game. So that was really close game. Congrats to them again. It's always great to play against Astralis. So coming onto this map, you guys had a little bit of a slow start on that T side. Where did you find that momentum coming into the second half? We did a timeout and our coach and our captain just discussed what we can do against them. And I think their mistake was that they took a double up. They destroyed their economy and after we start to get some rounds, yeah. I just want to briefly talk about, I believe it was round 20 where you got that crazy defuse against Carrigan on B. You went for it. Can you just talk me through that? How did you manage that? Like first time when he went down, I'm like, why I'm not shooting? I'm just clicking my mouse one and it's not working. I was so lucky that he didn't headshot me. So thanks to Carrigan. Do you feel that was a turning point for the team where you just found that momentum and were just able to close it out? Yeah, I think so. That after this round, our chemistry was much better. So I think, yeah. I just briefly want to talk about Electronic. Your performance has been incredible over the past few months. How have you found that momentum, and has the team helped at all with that? Можно я на русском тебе отвечу, ты переведешь? You'll answer me, and I'll translate. Okay, cool. Я просто стараюсь играть как можно больше, помогать команде какими-то там, какие фишки я знаю. Команда помогает мне тем, чем может. Каждый индивидуальный игрок рассказывает то, что он знает, я делюсь своими вещами. Ну, а стараюсь просто играть максимально много, да. Поэтому... Like he's just saying that he is playing as much as possible. He always trying to help team. Our team helping him a lot. He's finding some stuff that can always help us, and that's worked. So going forward, you've now got this crucial win under your belt, which puts you in that 1-1 category. Are you feeling a lot more confident going into tomorrow? I mean, it doesn't matter who we're gonna play because like all team came here to win this tournament. It's our main goal as for FaZe or Astralis or Liquid. So it doesn't matter who we're gonna play. Just we want, you know, like some strong game. So you can feel pressure. You can play like with your emotions. You know, yeah. Yeah, I just want to pick up on that quickly. You seem like a very emotional team. No matter whether you win or lose rounds, you guys are yelling. I don't know whether it's good or bad. Is this something that helps motivate the team? It's helped us, especially when we are doing a comeback. It's helped us a lot. So we become more powerful. I mean, we don't like to start like this at the beginning. We want to start calm, but yeah, at the end, yeah. Thank you so much, guys, for your time. And congratulations again. I've been there since the beginning. Every map, every flag. With knowledge comes power, and power is to be wielded wisely. Which is why, as the expert, I bet with Betway for the love of the game.
we're really happy to be partner of AOC since they're providing us eye-hand monitors for our gaming and esports sessions. The 240Hz refresh rates give us an advantage in our matches as I can perfectly follow what's happening on screen. Hey, Kleiner! Ja, genau du. Hast du Langeweile? Ah, willst du zocken? Dann ab in die 99 Damage Liga.
like I fought all my life for this. This one part, this one third, I've always missed. No, just don't let it go. I started the fight, but now I'm losing. So will I fall again? I'm scared of fights, yet it was me who ran. Du willst bei CSGO immer auf dem Laufenden sein? Dann ab auf 99damage.de. Hier findest du aktuelle News zu allen relevanten Themen. Videos von Menschen, die deine Leidenschaft teilen. Felix, du geile Nudel! Jawohl! Eine Übersicht zu aktuellen Matches, in denen du ganz leicht deine Wette abgeben kannst. Unsere Coverage zu verschiedensten Events mit ihren kompletten Informationen. Werde zum Experten in E-Sports mit unseren Statistiken oder den Livestreams von unseren Castern. Oder schärfe deinen Skill mit unseren Guides zu Maps, Rush Timings, Waffen, Money System Awards, Skillgruppen oder den Videoguides. Und natürlich kannst du Host Niki Biki Like durch die Foren scouten. 99 Damage. Kann der mal ruhig sein? Ja, der Andrang hier bei der 99 Damage Liga ist diesmal so groß, dass wir das Ganze in zwei Etagen aufteilen mussten. Die Jungs und Mädels stehen hier auf jeden Fall schon mal an, um einen der begehrten Plätze zu bekommen. Und ja, wir werden uns mal dran anstellen und mit ihnen sprechen. Kennst du eigentlich die 99 Damage Liga? Ja klar, da spielt mein Freund auch mit. Natürlich, jeder, der etwas vor sich hält, spielt auch dort. 99 Damage Liga, werde unser letzter Schadenspunkt. 99 Damage Liga, nur für wahre Sportler. 99 Damage Liga, ab ins Körbchen. 99 Damage Liga, nur was für starke Menschen. 99 Damage Liga, entspanntes Spielen. 99 Damage Liga, wenn ich Aim hätte, würde ich definitiv mitspielen. Добрый день. Rush 99 Damage Liga. Blyat. Peng, peng! Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zum Major hier in London. Also wir sind in Spandau, aber es findet in London irgendwann mal statt. Und es ist 2018, gesponsert, natürlich auch von AOC Gaming. Clown ist dabei, ja. Der Sorka ist auch mit dabei. Mann, jetzt hat ich wieder fast vergessen. Ich hab's nicht mit Namen. Also jedes Sorka Mal, wenn ihr denkt, wieso kann er sich die Namen nicht merken, das Ding funktioniert nicht, auch auf der Seite nicht. Deswegen tut's mir natürlich leid. Deswegen habe ich auch immer einen Zettel liegen und einen Bildschirm. Deswegen kann ich eigentlich gar nichts vergessen, was wichtig ist, außer euren Namen. Aber das ist egal. Ja? Wir haben gerade ein spannendes Spiel gesehen, und zwar zwischen FaZe und Navi. Und FaZe war zeitweise vor Navi, aber Navi hat gesagt, Navi jetzt. Und dann, ja, ist spät, Leute. Ne? Aber haben das Spiel dann trotzdem noch gewonnen. Soll ich einmal anfangen zu reden? Ja, red mal, damit ich die Schnauze halten kann. Alles klar. Also, sehr turbulentes Spiel. FaZe eigentlich sehr gut gestartet. Also, starke Führung, dachte, alles klar, okay, haben wir falsch getippt, passiert, ne? Kann bei so einem Star-Lineup einfach mal passieren, dass sie einfach mal total den Vogel abschießen. Haben sie aber dann in den späteren Stages nicht mehr so gemacht. Sie hatten auf der T-Seite sehr oft Entries, konnten die Routen nicht verwandeln. Und Navi hat auf der Defensive sehr stark mit Granaten gearbeitet, hat sie praktisch selbst in Unterzahlen nie auf den Spot gelassen. Und nachdem sie dann ein paar Runden verzweifelt versucht haben, den A-Spot anzuspielen, haben sie auf B probiert. Da sind sie in den Doppel-AWP gelaufen. Flamey auch ein Top-Match zum Ende noch gemacht. Ja. Da muss man ja auch wirklich ein Lob aussprechen. Vielleicht auch was von Guardian gelernt, so an der Säule, war sehr Guardian-esque. Stimmt. Also hat mir sehr gefallen. Also starkes Match von Navi und auch mental stark von so einem Rückstand zurückzukommen. Ja, war definitiv keine leichte Aufgabe, vor der man hier gestanden ist. Trotzdem haben sie es gemeistert. Was war denn auf der anderen Seite falsch gelaufen? Was hat FaZe denn jetzt hier quasi so aus der Ruhe gebracht? Also ich glaube, Simple hat das auch im Post-Match-Interview eben angesprochen, dass sie halt das Timeout gezogen hatten. Und dann lief es eigentlich immer wieder besser für Navi. Also FaZe hatte wirklich Probleme, immer wenn sie auf den Spot gekommen sind oder kurz davor halt die Trade-Kills zu kriegen. Und da haben sie wirklich irgendwie ein bisschen gestottert. Keine Ahnung, da war das Spacing nicht wirklich gut. Also da konnte FaZe oder Navi immer wieder mal einen Frag nehmen, zurückfallen und dann waren sie halt in der Unterzahl. Und meistens hat es dann auch zum Sieg für Navi geführt. Richtig. Ja, somit also, wie gesagt, 16-12 für die Jungs von Navi. Und wir haben noch ein letztes Match am heutigen Tag für euch. Und das ist Mousesports gegen Made in Brazil. Und da trennen sich wieder so ein bisschen die Gemüter. Wir drei entscheiden uns für die Brasilianer, ja, für die ehemaligen